O-Zapft ist. Wetten, das live aus München, Europas größtes Fernsehvolksfest, ist wieder da. Wir freuen uns auf Katy Perry, Christine Neubauer, Joe Cocker, Bülent Ceylan und Michael Mittermeier, Sisser Sisters, Arjen Robben, Mila Jovovich. Er ist nicht nur im Bierzelt, die Maß aller Dinge. Thomas Gottschalk. Guten Abend, München. Herzlich willkommen zu Wetten, dass. Deutschland, Österreich, Schweiz, Südtirol war ich gerade. Schön, dass ihr alle da sind. Schön, dass ihr da seid. Dankeschön. Es wird ein langer Abend. Münchner Olympiahalle hat schon viel Großes erlebt. Ich hoffe, wir können uns heute sehen lassen. Und ich freue mich, dass Sie uns auch nach der Sommerpause wieder eingeschaltet haben. Waren ja doch ein paar Monate und ich muss sagen, diese Republik ist nicht mehr das, was sie im Frühjahr war. Der alte Bundespräsident ist weg, die Bundeswehr ist weg, die FDP ist fast weg. Die Milliarden für Griechenland sind wahrscheinlich weg. Die Frau von Matthäus ist wieder da, aber die ist wahrscheinlich auch bald wieder weg. Es ist wirklich nicht einfacher geworden. Und jetzt diese ganze Diskussion über Integration. Ich muss es jetzt wieder richten. Alles ist verrutscht, aber schauen Sie mal, diese Sendung ist doch eigentlich das Beispiel für Integration. Wir zeigen doch, wie es geht. Hier treffen sich Südtirol und Ostfriesland vor dem Fernseher. Hier haben wir den alten Joe Cocker neben der jungen Katy Perry. Gleich kommen ein bayerischer und ein türkischer Comedian Hand in Hand hier gemeinsam raus. Und ich garantiere Ihnen mindestens eine Lesbe heute im Programm. Und natürlich habe ich auch das Musterbeispiel für eine voll integrierte ausländische Arbeitnehmerin. Herzlich willkommen, Michelle Hunziker. Wieder zusammen. Grüß Gott. Wir haben uns viel zu lange nicht gesehen. Die Sommerpause war lang, aber ich freue mich jetzt sehr, dich wiederzusehen. Hast mich auch sofort wiedererkannt, was mich freut. Obwohl ich, wie gesagt, jetzt so ein bisschen seppelmäßig bin, ich überzeugt, viele Zuschauer haben gewettet, die kommt bestimmt im Dirndl. Wir wollten ihr die Chance geben, sich umzuziehen. Ja. Also es gibt nichts Schöneres, als einer Frau zu sagen, du darfst dich heute zweimal umziehen. Stimmt. Du darfst. Und ich finde es immer so schön. Also Dirndl sind für mich sehr sexy und erotisch, weil ich sie ja in Italien nie habe. Und deswegen freue ich mich sehr heute Bei Abend. Uns darfst du alles. Aber muss ich sagen, es ja. ist ja doch etwas passiert, was ich dir irgendwann gestehen muss. Ich neige zu einer gewissen Ehrlichkeit. Manche Zuschauer haben es vielleicht gesehen, vielleicht hast du es ja auch gemerkt, so bei der Sommersendung. Da ist ein bisschen was gewachsen, ein zartes Pflänzchen. Schauen wir noch mal rein. Zwischen mir und einer anderen. Guckst du, bei mir darfst du alles. Dankeschön. Ich muss sagen, also die Michelle war noch nie so in Gefahr wie heute. Was? Ich habe nicht gehört. Was hast du gesagt? Er hat gesagt, dass sein Praktikum heute beendet ist. Es tut mir leid. I'm so sorry. Tja. Ich habe Michelle zwar, wie das alle Männer tun, gesagt, es war nur eine Nacht und wird nie wieder passieren, aber Cindy aber das ist, war ja die letzte Staffel. Das Praktikum hat jetzt Cindy, wieder angefangen. Cindy ist eine der Frauen, die einfach nicht locker lässt. Also sie hat mir ein paar Mails geschickt, zwischendurch ein Filmchen. Und das eine sollte dir etwas Sorge machen. Was Cindy. Denn?
Mein lieber Thomas, es tut mir wirklich leid, dass ich heute nicht in deiner Sendung Wetten, dass dabei sein kann. Aber ich spiele in Göttingen. Ich habe die Bude hier rammelt voll. Und momentan fragst du dich wahrscheinlich, wo bist du gerade? Kann ich dir sagen, ich bin beim Arbeitsplatz deiner hier, Stefan, hier, wie heißt du denn? Michelle. Für die habe ich nämlich schon mal einen Arbeitsplatz gesucht, weil ihr Praktikum bei Wetten, dass ist ja beendet, wenn ich da bin. Und ich habe deine neuen Arbeitskollegen schon kennengelernt. Die freuen sich sehr. Hallo Michelle, sag mal hallo Michelle. Die freuen sich sehr auf dich und sind schon sehr gespannt. Du kannst doch übrigens dann dein Haarwaschmittel mitnehmen. Das wirst du hier definitiv hier brauchen. Und ich freue mich sehr, Thomas. Ich bin nächste Sendung auf jeden Fall dabei. Wir sehen uns. Siehst du? Ja, ja. Da. Okay. Weißt du was? Es ist schon mal gut. Wenn es hier mit dem deutschen Fernsehen vielleicht nicht klappt, dann habe ich wenigstens einen sicheren Arbeitsplatz. Aber kämpf um mich. Ich bin noch offen. Lässt du mich so einfach, ersetzt nein, du mich nein, einfach nein, nein, so? Nein. Also komm, kämpf um mich. Und sag mal, ist die Thea heute hier im Publikum? Auch, aber sie weiß, Dienst, was dienstlich ist, muss sein. Ja, sie bekümmert sich ja nicht, sie beruhigt mit mir. Ja, aber wirklich. So, und jetzt habe ich auch eine Wette mitgebracht, sofort, weil ich habe ja diesen Sommer hart trainiert, da ich alle Kandidaten betreut habe in der letzten Staffel. Und da hatte ich richtig Lust, eine eigene Wette mitzubringen. Und ich habe richtig trainiert, ich habe diese junge Dame... Muss ich dir vorstellen, die ist 5 Jahre alt, schüchtern und sensibel. Und wenn ich sie jetzt hole, bitte Publikum nicht klatschen, weil sie sich sonst aufregt, okay? Na, ich gehe sie holen. Also na, ich habe hart trainiert, na, den ganzen Sommer. Da bin ich, weil ich weiß nicht, wann du trainiert hast. Immer wenn ich dich in der Zeitung gesehen habe, hat sie entweder ihren schönen Po gerade im Wasser versenkt oder er ist gerade wieder aufgetaucht. 87 Fotos von Michelle, 3 von mir. Ich habe gezählt. So, der fällt ja gleich um. Das ist, glaube ich, nicht der Sinn der Sache. So, und, ach, goldig, ein Huhn. Da ist jemand umgefallen, aber er ist noch, er lebt noch. Also, danke, dass ihr nicht klatscht, weil Clara ist sonst sehr nervös. Das ist Clara. Mhm. Und hier ist die Wette. Ich habe mit dir eben trainiert. Hier sind 15 Kegeln. Und ich wette, dass mein Huhn Clara aus diesen 15 Kegeln 4 treffsicher mit dir abgelichtet, rauspickt und umwirft. Das wäre für ein Huhn, ist ein deutsches Huhn? Das ist ein deutsches Huhn. Okay, dann ist es möglich. Bei Italiener hätte ich gedacht, komm. Glaubst du's? Machen wir mal. Ganz kurz, warte mal. Oh Gott, sie also sprechen sie, miteinander. Wir haben nur zusammen einmal ganz kurz gesprochen. Sie ist jetzt bereit. Okay, Clara. Chef, du musst... Top, die Wette gilt. Okay. Also, nehmt das richtig ernst. So. Also, Clara. So. Ich muss dir zuerst Zeit, mal locken. Machen wir Zeit, Stopp. Ah, 1:30 haben eine wir. 1:30? Okay, also komm, Clara, also, leg los. Wir haben sehr lange trainiert, naja. Clara. Das geht gut los. So. 1:30. Ja, übrigens, sie ist ein bisschen nervös, weil sie dich im Original sieht. Komm. Wienerwald. Tu mir das jetzt nicht an. Okay, gut. Arbeiten jetzt, okay? Ich sag dir natürlich dann auch, wenn du schon mit einer Wette kommst, dann kommt natürlich auch ein Einsatz. Ein stolzes Huhn, das muss ich sagen. Hast du die Wette irgendwann mal erklärt? Ja. Oh! Ja. Oh, sie hat bereits... heißt, sie ist entspannt. Oh Gott, guck mal, sie hat ein Rührei gelegt, aber... Clara, komm jetzt. Tu mir das nicht an, du hast es immer geschafft. Wie viele Sekunden sind noch? Clara. 42 Sekunden. Ich glaube, du hast es jetzt schon verkackt. Oh, Thomas, das gibt's doch nicht. Ja. Sie hat's immer gemacht. Bitte einmal, nur Clara. nur eins, Clara, bitte. Komm, ich helfe ein bisschen, Clara. Nein! Okay, die nachfolgenden Sendungen. Aber Sie sehen, bei uns werden Tiere zu nichts gezwungen. Sie kann es einfach nicht. Nein, okay, Clara, du musst dich konzentrieren. Wir haben nur wenig Zeit, 14 Sekunden, komm mit mir mit. Ich verlängere die Zeit wenigstens auch nicht. Weil... Clara... Kann sie wenigstens aufwischen? Oh, Thomas, ich schwör's. Also es ist kein Witz. Wir haben trainiert und sie hat es immer gemacht. Aber wahrscheinlich gut. Nein, ist es nicht gewöhnt. Okay, komm, die denkt ja, das ist die Autobahn. Komm, Clara, komm. Okay. Ist eh vorbei. Es war aber knapp. Es war knapp. Ja, es ist immer noch ein Tierchen. Ist und bleibt ein Tier. Clara. Naja. So, aha. Ich weiß nicht, wie groß die Zukunft dieses Huhnes ist, aber vielleicht wird nach ihr die Clara Brühe benannt. Das ist jetzt irgendwann. Wirklich schlimm. Macht gar nichts, weil ich mich eigentlich freue.
Nachdem du aber völlig verloren hast, ich hatte ja vor, gut, wenn sie sagt, es hieß, die Michelle bringt eine Wette mit, hätte ich gesagt, gut, wenn du gewinnst, darfst du dir das aussuchen. Es gibt zwei große Veranstaltungen in der Zeit in München. Ja. Das eine ist die Erotikmesse, das andere okay. ist das Oktoberfest. Ja. Du hättest wählen können, wenn du deine Wette gewonnen hättest, aber nach, da wäre überhaupt kein Weg dorthin. Oh Gott, insofern oh Gott. Sage ich, am Ende der Sendung ist deine Aufgabe nach dieser verlorenen Wette ja. im Oktoberfest in einem Zelt... Die Blasmusik, ich habe das auch schon mal gemacht, also du musst noch mitsingen. Ja, zum Glück es gibt dieses wunderbare, die Hände zum Himmel. Ich muss singen. Ja, es gibt ja nun viele, die heute Abend zuschauen, die nicht aufs Oktoberfest können oder wollen. Die werden mit Michelle einen kleinen Ausflug machen am Ende der Sendung. Okay. Du bleibst jetzt noch da. Ja, klar, aber wenn es hier. Soweit ist, fährst du aufs Oktoberfest. Am Ende der Sendung gibt es eine Schaltung. Michelle dirigiert und singt die Hände zum Himmel. Und ich habe es ja gewusst, wir werden sie also heute im Dirndl erleben. Das ist auf jeden Fall etwas, was sich lohnen wird. Und du kannst dein Hühnchen ruhig mitnehmen. Da kannst du mal sehen, was dein Kollege ja, geworden ist. Ja, lieber nicht. Ich habe Angst, dass mal das da Chicken McNuggets wird. Eben. Also gut, damit ist dieses Thema erledigt. Und wir kommen zu unseren ersten Gästen. Ich habe ja gesagt, Integration ist ein Thema, das man durchaus ernst nehmen muss. Man kann es auch anders behandeln. Wir bei Wetten, das tun das ja immer und sind alle willkommen. Und wir haben auch wunderbare Paarungen heute Abend, die wirklich dafür stehen, dass es auch miteinander geht. Hier ist ein Bestseller-Autor. Er hat gerade eine Show vor sich. Er hat gerade eine unglaublich erfolgreiche CD auf dem Markt. Die heißt Achtung Baby. Da erzählt er davon, wie es ist, Vater zu werden. Er ist aber auch ein sehr kollegialer Typ als Comedian und bringt einen türkischen Freund mit. Bülent Ceylan und Michael Mittermeier. Schön, euch hier zu haben. Danke. Drei gibt's bei dir. Zur Feier des Tages, beide jeweils in Landestracht. Ja. Sag mal, Bülent. Ich meine, das hast du dich jetzt extra nett gemacht, weil Oma zuschaut? Oder nee, weil meine Mutter, die ist deutsch-katholisch, hat gesagt, heute beim Gottschalk, Krawatt. Oh. Deutsch. Monem. Monem, ja. Das ist natürlich der erste Hammer. Meine Mutter ist deutsch-katholisch und der Papa? Der Papa ist Türke. Und das funktioniert? Ja, weil die Mutter sich durchgesetzt hat. Ne? Zum Beispiel wurde es bei uns Monoma Dialekt gesprochen. Türkisch hat meine Mutter gesagt, versteht Kissau. Deswegen sage ich ja, ich sage zum Beispiel, ja, in Türkisch sagt man ja Baba. Mhm. Ne? Und ich habe Vater sagen müssen. Mhm. Mit D-D-A-A, fertig. Das ist bei meiner Mutter Integration. Und hat funktioniert. Aus dir ist ein vernünftiger Kerl geworden. Wie vernünftig werden wir im Laufe des Abends sehen? Michael, du hast den Kollegen mitgebracht. Wir haben dich auch gar nicht in die Nummer reinquatschen müssen. Ich glaube, ihr habt sogar schon gemeinsam miteinander zu tun gehabt. Ja, wir kennen uns seit ein paar Jahren und ich finde, wir sind ein super Pärchen. Das hat so, das ist wirklich Integration. Also ich bin ja ganz weit weg. Also ich habe ja mutterbayerisch, vaterbayerisch. Ist beides natürlich sehr weit weg von Deutschland. Und dadurch treffen wir uns da in der Mitte, logisch. Vorsicht, Baby. Inzwischen ist der ja schon wie groß? Die. Also zwei, drei Viertel. Mhm. Ja, mhm. Jetzt geht's los. Ich verstehe jetzt manchmal Wörter. Also es geht jetzt los, dass die ersten Wörter, du kennst jetzt die ersten Wörter, die man versteht. Und du bist ganz stolz natürlich. Und wunderbar. Mhm. Michael, du hast ein neues Programm, das geht demnächst los. Hast aber im Moment, da wollen wir auch kurz drüber reden, ein ganz besonderes Thema. Zur Einleitung muss man sagen, dass Comedy und Satire viele Leute froh macht. Aber offensichtlich hat es auch noch eine ganz andere Wirkung. Es gibt nämlich totalitäre Systeme, wo Comedy wirklich als Gefahr empfunden wird. Und einen solchen Fall hast du persönlich für dich jetzt zum Anliegen. Ja, also ich habe zusammen mit einem Engländer einen Dokumentarfilm produziert über einen inhaftierten burmesischen Comedian. Und ist ein ganz toller Mann. Und also ich habe von dem viel gelernt, was Humor wirklich auch machen kann. Und wir stellen den Mann kurz vor, dann wissen Sie, wovon wir reden. This man is dangerous. He dares to speak out against the regime. He is Burma's leading comedian. In October 2008, Zaganai is arrested again. The sentence, 59 years in prison. Ein Komödiant, der nur deswegen im Gefängnis sitzt, weil er als Eulenspiegel Wahrheiten gesagt hat, die offensichtlich dem Regime nicht gepasst haben. Was hat dich so fasziniert und warum sagst du, ich will mich da persönlich einbringen, Burma ist weit weg?
Ich war schon mal in Burma, wir waren ein paar Wochen in Burma vor einigen Jahren und unterstütze Burma seit vielen Jahren, habe viel Geld gesammelt für Waisenhäuser, was auch immer. Aber das Beispiel, ich habe das gelesen, ein Comedian, der nur deswegen verhaftet wird, weil er auf die Bühne geht und spricht übers Regime. Und ich habe natürlich auch immer im Kopf, okay, es gab auch in Deutschland eine Zeit, wo wir nicht frei sprechen konnten, Nazi-Zeit, aber auch SED-Regime. Und deswegen hat mich das sehr fasziniert. Und dieser Mann, also das ist der berühmteste Comedian Burmas, der wirklich, er wurde gefoltert, er wurde schon Jahre in Einzelhaft gesteckt, kam wieder raus, hat weitergemacht. Also ich habe selten so viel Mut gesehen. Und er ist halt nur, in Anführungszeichen, ein Comedian. Aber seine Waffe ist halt der Witz. Und es ist halt fast nur schlimmer, wie wenn einer schießt, weil du kannst den Humor, den kriegst du nicht tot. Der wird rumerzählt. Das ist so. Und du bist ja so weit gegangen, dass du sagst, ich reise da selber dahin, hast dich auf die Spuren dieses Mannes begeben. Das ist der Inhalt dieser Dokumentation. Wir zeigen nochmal ganz kurz, du in Burma unterwegs, im Versuch eben diesem Mann nahe zu kommen, offensichtlich. So, this is the gate of the prison. Sacks behind this. Walls. Oh, perhaps I never come nearer to him again. Oh, soldiers. Yeah. Put the camera down. Yes. Put the camera down. Getting angry. Also ein offensichtlich doch sehr bewegter Michael Mittermeier. Also es war eine Geschichte, wo wir sind zum Gefängnis gefahren, ist ein völliges No-Go, du darfst da nichts filmen. Wir waren undercover, kleines Team, sonst hätten die uns sofort vorher verhaftet. Und hier gab es dann, ich sag mal leider, für den Film gab es dann natürlich eine Spannung. Also es gab eine Verfolgungsjagd, wir wurden verfolgt von Geheimdienstleuten, wie auch immer. Und waren am Schluss auch zwei Tage im Land, wo wir nimmer wussten, kommen wir wirklich raus? Oder nicht. Und das ist so ein Moment, weil wir kommen selten an einen Moment in unserem Leben, wo du wirklich sitzt und sagst, du hast Angst, du weißt nicht, komme ich raus oder nicht. Der Familienvater in mir natürlich auch, das war ganz schlimm. Und für mich war es, ich sage mal, die Reise meines Lebens. Ich bin da sehr engagiert. Der kommt übrigens ins Kino ab 21. Oktober, sage ich mal dazu. Eine Dokumentation hat es immer schwierig. Wirst du nicht, was ja oft ist, wenn man ein Komödiant ist, werden nicht viele Mittermeier-Fans sagen, ja, denkt, das ist lustig. Und dann ist es doch, hat es doch einen gewissen Ernst. Bühlen, das ist, glaube ich, was wir bei dir jetzt auch gemerkt haben. Die Fähigkeit, Integration, was ja auch für uns eben ein Thema ist. Also es gibt vieles, was man auf der Welt gerade richten möchte. Michael interessiert sich jetzt für den Fall dieses Comedians. Für dich ist es, glaube ich, auch wichtig, denn du siehst aus wie ein Ausländer und bist ein lustiger Ausländer, zu zeigen, dass es geht. Du sprichst eben Manne mit Dialekt. Ja. Ich glaube, der Schlüssel für Integration für Ausländer ist im Wesentlichen die Sprache. Absolut, ja. Du hast allerdings deine Heimatsprache ja schon gar nicht mehr drauf. Die Mutter, also mein Vater hat gar keine Chance gehabt, der muss ja auch alles mitmachen, der muss Weihnachten feiern, alles. Ja? Meine Mutter ist ganz krass, die sagt zu meinem Vater, Türk, hol den Baum. Ja. Ganz klar. Und mein Vater singt auch nicht alle Jahre wieder, sondern alle Jahre wieder. Also das ist, ja, meine Mutter ist da, aber da regen sich zum Beispiel übrigens, weil du sagst, Integration oder Gefahr und so weiter. Es gibt ja auch türkische Landsleute, die sich über das aufregen, dass ich über meinen Vater so rette. Und ich habe heute zum Beispiel meinen Vater angerufen. Ich habe gesagt, du, ich bin heute beim Gottstock, ich mache dich heute fertig. Wieso, was mein Vater gesagt hat? Solange du damit Geld verdienst, also ist alles Wir werden euch natürlich heute auch ein bisschen gegeneinander aufhetzen, jetzt was die Sendung betrifft. Denn unsere erste Wette ist etwas, wo eventuell einer von euch schwer rangenommen wird. Wir werden dafür sorgen, dass der andere auch nicht zu locker wegkommt. Michel. Unser erster Kandidat geht eine Treppe hoch und das klingt ganz einfach eigentlich. Der Unterschied ist, dass die Stufen 4 Zentimeter breit sind. Und voneinander 2,5 Meter entfernt sind. Und in der Mitte ist nichts. Guckt mal. Und 4 Zentimeter ist, wie ich sehe, auch noch rund. Das heißt, die Chance von diesen 4 Zentimetern zu fallen ist groß. Ach so. Und hier ist die Wette. Lukas Steiner wettet, dass er von Stange zu Stange auf eine Höhe von 5 Metern springt. Dabei springt er 10 Mal in einem Abstand von 2,5 Metern. Er hat nur 1:30 Zeit. Ich habe es noch nicht gesehen, habe aber gedacht, naja, der macht das so Tarzan-mäßig und springt dann also vom ersten zum zweiten und schwingt sich dann zum dritten. Aber du behauptest, er springt ohne die Hände überhaupt in... Nein, er benutzt nur seine Füße
Ist keine Hände. Keine Hände. Er benutzt nur seine Füße und hüpft also kann von kein einer Toner sein. Stange zu der anderen. Also er hat seine Wette erst gewonnen, wenn er da oben angelangt ist. Er ist sicher ein athletischer Mensch, aber er ist kein Berufsturner, okay. er ist nicht Herr Hambüchen. Also ich bin jetzt auch drauf gespannt, wie der Kerl aussieht. Ja, wir begrüßen ihn sofort, Lukas Steiner. Oh. Hallo Lukas. Er ist wenigstens nicht groß und schwer. Lukas, servus. Servus. Hallo, servus. Servus, servus. Hallo. Grüße. Nachdem die beiden Herren sich dann entscheiden müssen, sollen sie gut aufpassen. Lukas, erste Frage von Bühlend war natürlich, oder ich glaube, du warst es, ist das ein Turner? Also du bist sicher kein Reck- oder Barrenturner, sondern du bist offensichtlich ein durchtrainierter Mensch. Aber wie hast du das hingekriegt? Also ich meine, durch Heimtraining oder bist du Stuntman? Ich bin eigentlich Student der Sportwissenschaften und da sollte man natürlich mehrere Sportarten beherrschen oder zumindest kennengelernt haben und da kam natürlich auch Gerätturnen vor, angeschnitten, aber ansonsten war ich immer schon interessiert für akrobatische Sachen. Wo kommst du her? Aus Tirol. Eine österreichische Wette. Ja. Oho. Ja. Gut, Freiheit für Tirol, ja, da geht's schon los. Also, er ist natürlich sehr aufgeregt, er muss sich jetzt ein bisschen aufwärmen, denn er braucht ein paar Probesprünge, ja. Oder? Wieso bist du aufgeregt? Bist du? Hast du Angst, dass du runterfällst? Bist du aufgeregt, dass du es nicht schaffst? Oder ist das rote Tuch für dich irgendwo? Das Ganze. Das Ganze? Das Ganze. Aber ich meine, das ist ja nun wirklich keine ungefährliche Angelegenheit. Also ich hätte Angst, weil ich sage, wenn ich von da runterfall, da ist die Chance schon groß, dass ich mir was tue. Allerdings ist das hier... Das sind Matten. Das sind Matten. Ja. Trotzdem möchte ich da nicht runterfallen. Ja, trotzdem, ich meine, wenn der abrutscht und... Eben, natürlich, Stange, ja genau. Also, das wird ja nicht passieren. Nein, ja, ist klar, ist logisch, hoffentlich. Nein, es alles ist wie und so probt man, wie und wo probt man sowas? Hier. Du hast hier also, du hast ja gesagt, ich habe die Idee, hast dir dieses Zeug zusammengebaut und hast dann geprobt. Allerdings so eine schöne Geschichte haben wir dir jetzt erstmal angeboten. Du hast also immer von einem zum anderen. Ist es schwieriger da unten? Spielt die Höhe eine Rolle oder ist das für dich egal? Ich habe Höhenangst, also die Höhe spielt immer eine Rolle bei mir. Na, Höhenangst, das hilft natürlich. So, nein, das ist also, natürlich eine unglaubliche Kondition. Was glaubt ihr, bevor er sich warm macht? Ist es möglich, ihr könnt in Ruhe beraten, wir gehen mal da vorne hin, oder? Dann haben wir schon eine Intention eigentlich dahinter? So, wie kommen wir auf die Idee? Also, weil es diese Sendung gibt. Mal anders. So. Das spielt auch keine Rolle, warum. Er macht es und das gilt für mich. Hic Rhodos, hic Salta, wie wir Lateiner sagen. So, also das heißt du... Das ist klar, der Türke prüft die Hardware, logisch. Ja, vor allem, dass das so rund ist, meine... Das ist Plastik. Du rutschst ja dann auch im schlimmsten Fall so ein bisschen. Ich hoffe nicht da. Ich hoffe auch nicht. Ich bin das erste Mal hier, ich sag der Chef. Also wie viel sind das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Sprünge. Ja. Und der Abstand ist in der Tat 2 Meter. 2,5 Metern. Und jedes Mal 50 Zentimeter höher. Also da braucht man wirklich viel Leistung. So, was sagen die Herren? Jetzt ist Schluss mit lustig. Ich sag's mal so, da ich tatsächlich, weiß ich, nicht mal 2,5 Meter weit springen kann ohne Anlauf, also bin ich da jetzt, also ich wäre skeptisch. Da bin ich jetzt einfach mal, lass ich mal den Bayern raus und sagen wir mal ein bisschen grundskeptisch. Der schafft der nie. Also, der schafft es. Aha. Ich hab das auch mal gemacht. Ah ja, aber nur bis hierher. Ja, aber unter Alkohol garantiert. Ja, ja. Bist auf die Leitplanke gesprungen. Du bist in deiner Turnhalle. Na gut, also wir haben hier den klassischen Fall, dass sich zwei nicht einigen können, was uns nur recht ist, weil dann auf jeden Fall einer die Wette verliert. Ich darf das gleich mal gucken, was eure Aufgabe ist. Und du sagst mir, wenn du soweit bist. Hammer, das ist echt Hammer. Möchtest du vorher noch irgendwelche Botschaften loswerden an... Familie, an Sportsfreunde? Oder willst du erst konzentriert springen und dann hinterher dich feiern lieber lassen? Lieber springen. Okay, du gibst mir bitte ein Zeichen, wenn du soweit bist. Ja. Kannst auch gerne mit Michelle nochmal. So, du möchtest, wer die Wette verliert. Die Zeit angebe, oder? Okay. Muss. Gut. Geht schon los. Auf dem Oktoberfest die Grundversorgung für die Couch sichern. Also Bier, Brotzeit für ca. 10 Personen. So viel werden wir am Ende der Sendung sein. Eine schöne Brotzeitplatte. Bier, wir können dann die Bestellung aufgeben, Radler und was wir alle brauchen. Und wer von euch die Wette verloren hat, muss auf Oktoberfest. Und gut, also man sieht, er kann es, ob er es 10-mal kann und wann er will, das sagt er uns gleich. Aber er braucht die, so, nee, also, bereit? Lukas sagt, er ist bereit. Lukas, so, stört dich, können die Leute reagieren oder willst du atemlose Stille?
Man kann reagieren, ich kriege eh nichts mit. Gut, also jubelt ihn sozusagen über die Distanz. Gut, haltet euch bitte nicht zurück, zeigt, dass ihr olympiatauglich seid. Also, es geht los. Lukas, top. Die Wette gilt. So, also erst noch leise Skepsis. 1:30. Du kannst davon ausgehen, 1:30. Die Zeit läuft, wenn er abspringt, ne? Ja. Und los. 2. Ja. Versuchen. Also ja, bis die Zeit läuft, darf er versuchen. Wow. Du schaffst es noch. Bleib ruhig. Noch 1 Minute. 1 Minute sollte zeitlich reichen. Du bist bei 1 Minute. Die Frage ist, sind die Kräfte da? Olé. Noch 40 Sekunden. Ja, die hat man unglaublich. Ja, schon gereicht. Moment. Uhr anhalten. Noch 30 Sekunden. Oh, nein. Ich glaube, okay. Fähl dich nicht. Jetzt, kein Problem, Lukas. Jetzt, glaube ich, war die Kraft weg. Ja, ja. Lukas. Es ist aber wirklich sensationell. Dreh dich nicht. Ja. Aber Lukas, es ist sensationell, schon nur 3 von diesen Stangen zu springen. Wirklich. Also. Das geht mörderisch beim Zuschauen. Bis wohin ist er gekommen? Ich habe vor lauter Aufregung und überlegt. Ja, bis hier. Das war Hälfte, ne? Ja. Und das ist schon gut ab. Lukas, war es die Kraft, war es die Konzentration? Du hast es ja offensichtlich bei den Proben schon geschafft. Ich habe lange Pause gehabt jetzt. Wegen Muskulatur und jetzt ist wirklich die Kraft. Kraft. Was ausgeht. Wir sehen, dass du dazu in der Lage gewesen wärst. Es hat nicht sollen sein. Große Wette. Mannhaft verloren. Dankeschön. Lukas aus Tirol. Dankeschön. Wir sehen ihn noch einmal in der Zeitlupe. Hat gut ausgesehen. Aber bis dahin stand er es locker und dann war es das. Danke, Lukas. So, meine Herren. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, wer wie gewettet hat. Ganz ehrlich, ich habe gesagt, er schafft's. Du hast gesagt, er schafft's. Ja. Er war positiv. Der war positiv und da siehst du jetzt, was du davon hast. Recht. Du bist leider, kaum bist du drin, schon wieder draußen, aber du bist natürlich am Ende der Sendung hoffentlich mit der Brotzeit da. Wir werden natürlich auch dafür sorgen, dass du nicht in die nächste Kneipe gehst und da eine Brotzeitplatte besorgst. Wir werden dich kameratechnisch verfolgen, wenn du auf dem Oktoberfest bist. Wir werden natürlich auch dafür sorgen, dass du vernünftig angezogen gehst. Also wir schicken dich hier nicht in deinem das geht so und so, das ist nicht Integration. Also, Tracht. Richtig Tracht. Richtig Tracht. Wir gucken, dass du dort standesgemäß ankommst. Daran wird es nicht liegen. Also, Bühlen, wir sehen dich am Ende der Sendung mit der Brotzeitplatte wieder. Jetzt viel Spaß auf dem Oktoberfest. Ja, und ich wünsche dir alles Gute. Geben wir später auf. Okay, Bühlen, bis gleich. Danke. So, ich bleib einfach. Ja, nicht jeder Türke kann leben. Auch in dieser Staffel kriegen die Freunde und Familien der Kandidaten jeweils ein 5-Sterne-Los der Aktion Mensch-Lotterie. Mit dem können Sie an der Jahressonderverlosung am 6.12. teilnehmen. Sie haben dort die Chance, Häuser zu gewinnen, Haushaltsgeld oder eine lebenslange Rente oder viel Kohle in Cash. Und bei dieser Gelegenheit begrüße ich hier bei uns bei Wetten, dass Gäste der Aktion Mensch von dem Projekt Weißer Rabe. Bei diesem Projekt leben Menschen mit und ohne Behinderung zusammen. Auch das ein Beispiel gelebter Integration. Die Aktion Mensch versucht, Leuten zu helfen und gleichzeitig ihnen Glück zu bringen. Also ich drücke Ihnen die Daumen.
Jetzt eine junge Frau, die zweifelsohne Glück gehabt hat, nicht bei einer Castingshow, sondern, und das sollte allen zu denken geben, die sich das überlegen, sie hat im Kirchenchor angefangen. Sie hat bei Fatih, der war Pastor, im Kirchenchor gesungen und ist heute ein Weltstar. Ihre Hits haben uns den ganzen Sommer begleitet und ich bin überzeugt, sie werden uns auch durch den Herbst begleiten. Bei der Sesamstraße war ihr Outfit zu heiß. Für Wetten, das ist es gerade richtig. Herzlich willkommen, Katy Perry mit Teenage Dreams. Still a dream. Kommen wir hier drüber. Ganz elegant. Dankeschön. Careful, it may be a little bit slippery, aber das ist man ja als Showgirl gewohnt. Hier, das gibt es in Bayern. Oh. In Bayern für junge Frauen. Es wäre ein Jammer, wenn du das umhängen würdest.
would be a shame if you would wear it, but... Do I get to eat it? Normally, kann ich yeah. das essen? Eine Schoßschürze. You're gonna come with me? Thank you. Hello. Can you sit on it? I can sit on it. Ja. Da kann ich sehr gut drauf sitzen. Das ist Michael. Hello. Hi. Michelle. Nice to meet you. Hello. Hi, nice to meet you, Michelle. How do you do? Hello, wie geht es? Hello. Welcome. Thank you. Herzlich willkommen. Meine Tochter flippt jetzt aus. Ich weiß, es ist eine harte Konkurrenz. Ich habe dich gerade beim MTV Award gesehen. Ich war in Los Angeles, habe mir das angeschaut. Hast du dich in Justin Bieber verliebt? Oh, I think everybody's fine. Ja, ich glaube, jeder liebt Justin Bieber. Im Dezember kommt er hierher. Die deutschen Teenager sind bereits aufgeregt. Oh, he will. Bei Wetten, dass, ja? Yes, well, I've actually adopted him. Ja, ich habe ihn adoptiert. Ich bin eigentlich seine Adoptivmutter. Kein Kerlchen, ja. Aber du hast auch viel deiner Kollegin Lady Gaga geholfen. Ich habe gesehen, die hat sich ja 10-mal umgezogen und du hast immer ein bisschen gezupft und geholfen. Ja, genau. Ich bin noch bei der EMA. Und ich habe das schon zweimal gemacht, zweimal moderiert in den letzten zwei Jahren. Dieses Jahr nicht, aber ich glaube, ich werde mich sehr oft umziehen. Das ist das Schönste, wenn Sie Frauen umziehen können. Also Lady Gaga hat sich, glaube ich, 100-mal umgezogen beim MTV Award. Michelle zieht sich heute zweimal um. Zweimal, ist okay. Katie? We love dressing up, us girls. Ja, das macht uns einfach Spaß. Wir ziehen uns gerne um. Gefällt dir die Umgebung? Mein Bühnenbildner ist derselbe, der den MTV Award gemacht hat. Same. Ja, wirklich? Unser Florian Wieder hat in Los Angeles alles gebaut. Und ich freue mich sehr, bei Wetten, dass zu sein. Ich liebe es in ganz Europa. Und ich, das ist das Beste. Was bei der Sesamstraße der Elmo ist, I'm the Elmo hier. Okay. Ja, nur dein Leben, natürlich mag ich Wetten, dass so gern. Nun, wir wissen natürlich, dass es einen anderen Mann in deinem Leben gibt. Also Russell Brand ist ein coolerer Typ als ich. Hast du ihn heute auch wieder auf den Fingernägeln? No, Russell today on the fingernails. Ich habe ihn einmal gesehen. Oh, not tonight, but he's always Nein, nicht heute Abend, aber er ist natürlich immer in meinen Händen. Wir hätten ihn gerne begrüßt. Wir haben nämlich nachher noch einen ganz berühmten Fußballer, Arjen Robben, hier bei uns. Und die Engländer sind ja große Fußballfans. He would have loved that. Ich bin jetzt auch Fußballfan. Weil die Amerikaner normalerweise ja immer nur Basketball und was weiß ich, ganz diese ganzen Sachen. Ja, eigentlich schon. Aber ein bisschen von der Fußballsache habe ich doch für mich angenommen. Wir haben ja gehört, meine Michelle ist eine junge Frau, die dich beraten kann. Die hat ja schon eine Ehe, glaube ich, hat sie schon versiebt. Sie will jetzt nach einem Jahr heiraten. Dankeschön, Thomas, du bist immer so charmant. Das ist wirklich nett. Naja, nur weil das bei uns auch ein bisschen angefangen hat. Ich war dabei. Okay. Also du hast den Justin Bieber adoptiert, ich habe Michelle adoptiert. Yeah. Und war ein Italiener. Wer nimmt mich eigentlich? Aber es macht, ja. Who are you adopting? Ich bin ein Komiker. I'm a comedian. So, and that's my dress. That's a Bavarian dress. Yeah, that's not funny. That's here. That's traditional. I know. Ich weiß das, ja. How do you say? Lederhosen. Wie sagt man? Lederhose, genau. Yeah, we live in this. We live in this. Yeah. For 40 years, we live in this. Lederhose. Alles kann ich sehen. Ist ja immer ein Traum, für jede Frau, und den müsste man sich nie nehmen. Aber sie kennt ihn erst ein Jahr und will heiraten. Also das ist richtig so. Wenn richtig die Leidenschaft so. Da ist, dann muss man heiraten. Gut. Heiraten ist super, ist geil. Comedians are fun. 20 years. I have 20 years with my wife. Oh really? Yeah. I have 33 years with my wife. Das sind die deutschen Männer. Auf uns ist Verlass. Aber es gibt immer noch, wie wir sehen, Michael, Alternativen, wo man sagen muss, vielleicht hat man doch zu sehr gehetzt. Ich verstehe jetzt nicht so ganz, was du mir sagen willst. Dann hat sich das Thema auch wieder erledigt. Wir werden wieder dienstlich. Also, der Michael hat schon recht. Also, der bayerische Mann lebt in diesen Hosen, bayerische Kinder werden in Leder gewickelt und bayerische Mädchen haben teilweise Tänzchen, wie sie die Amerikaner nicht kennen. Ihr habt euer Country und wir haben etwas ganz Besonderes und da kann man auch eine Wette draus machen. Ja. Katie, das ist deine Wette.
Deine Wette. Your bet. Yes. Es ist eine sehr schöne Kinderwette, sehr süß, also die passt zu dir. Hier ist sie. Annalisa Sawyer und Andrea Beilhack wetten, dass die 25 Mädchen ihrer Tanzgruppe nur am Schrittgeräusch, wenn diese um sie herum tanzen, erkennen können. Sie müssen 3 aus 4 erkennen. Wir warten kurz auf die Übersetzung. Na? Ja, ich glaube, das kann ich. Du, ja. Ich bin ja nur erst heute Morgen angekommen und ich freue mich wirklich auf alles, was auf mich zukommt. Wir werden ihr die Damen präsentieren, ja. Nur kein Tanz ohne Musik. Genau, und hier kommen sie. Wir begrüßen sie natürlich zünftig. Sie kommen alle aus Ruhpolding, Bayern. Ruhpolding. Ruhpolding, Entschuldigung. Ruhpolding. Und hier sind sie mit einer fantastischen Glaskapelle. Die Mädels. So. Guten Abend. Guten Abend. Was machst du da, Thomas? Du passt nicht dazu. Vor 10 Minuten habe ich noch mit Katy Perry geflirtet. Jetzt habe ich meine Meinung schon wieder geändert. Ihr zwei. Die Katy hat auch ein Herz. Das sind eure Namen, richtig? Ja. Und die brauchen wir nämlich auch für die Wette. Genau. Michelle, erklär. Hier sind Annalisa. Und Andrea, erstmal. Servus, hallo. Die Musik kam aus Ruhpolding. Wo kommt ihr her? Aus Ruhpolding. Es gibt also sowohl Musiker als auch genügend Mädchen, die tanzen. Nun macht sich ja der Rest der Welt immer so ein bisschen über uns lustig, dass alle bayerischen Mädchen sowas anziehen müssen und dann so tanzen. Ihr habt durchaus auch mal technomäßig und so weiter was. Im CD-Player? Ja, schon. Okay. Also nicht, dass Eindruck entsteht, die laufen den ganzen Tag mit diesen Hüten rum. Nein. Also wer ist dein Lieblingsstar? Was hältst du von Justin Bieber? Der schaut gut aus, ja. Ja. Bist ein Typ wie ich, oder? Genau. Na, Bieber, ich bin ja mehr Iltis. Also. Also Thomas, diese zwei Mädchen werden sich jetzt an den Boden setzen und dann kannst du eines der Mädchen aussuchen und dieses Mädchen wird dann rumtanzen und sich drehen. Und diese zwei Mädels können sie nur am Schrittgeräusch der Schuhe erkennen. Jetzt muss ich aber natürlich unserer Katy die Sache ein bisschen erklären. Also, wie habt ihr gemerkt, dass das eine Wette ist? Ich meine, nun sind die ja alle mit ähnlichen Schuhen unterwegs. Haben die gleichen, die haben ja die gleichen Tänze. Wann habt ihr gemerkt, dass sich das unterschiedlich anhört? Ja, also wir waren bei einer Weihnachtsfeier und da ist uns aufgefallen, dass wir mal zu Wetten, das gehen könnten und... So rum. Ja, so ist es entstanden. Ihr habt erst die Wette gesucht, habt dann gemerkt, dass man da was machen könnte. Ja. Ein sehr kluger Weg. Und wir hoffen, dass ihr die Wette gewinnt. Wir haben ja unseren Lukas vorher schon leider nur... Also jetzt hängt es an euch. Ja. Konzentriert euch, seid trotzdem entspannt. So, und die Damen, also eines kann man ja schon sagen, Katy, offensichtlich gibt es auch unterschiedliches Gewicht. Also du bewegst dich wahrscheinlich etwas leiser als... Naja, ich will jetzt niemand von den Damen unterstellen, er bewegt sich laut, aber gut. Katy, so, if you guess right, das heißt, wenn du die Wette richtig tippst, dann hast du die Chance, nichts zu machen. Wenn du falsch tippst, kriegst du von mir einen Wetteinsatz. Also überlegst dir, kann... I have to do something. Ich muss was machen dann? Ja. Da habe ich Angst. Was muss ich denn machen? Mit Recht. Das sage ich dir erst, wenn du dich entschieden hast. Du makest up your mind und ich sage dir, was du machen musst. Okay. Okay. I need to decide. Muss ich jetzt entscheiden? Ja. Sag ja, sie Which können girl? Es. Die welches beiden, Mädchen? Die beiden müssen erraten, welches Mädchen tanzt. Verbundene Augen, sie sehen sie nicht. Können sie es oder können sie es nicht? Right. Okay. Okay. Sagst du ja oder nein? I do think they can do it. Ich glaube, sie können es. Gut, okay. Katy glaubt an sie.
Sonst wären sie ja nicht hier, wenn sie es nicht könnten. Ich werde die Spannung jetzt, du darfst dir eine Brille aufsetzen, nur weil der Intendant des ZDF heute da ist. Man möchte mal wissen, wie wird geputzt? Ich habe gestern bei der Probe hier ein Kaugummi hingeklebt und habe gedacht, den wird schon einer wegnehmen. Schauen Sie mal, was hier klebt. Also, so ja, aber geht's. Der ist auch klein. Schon gepetzt. Das wäre in Ruhpolding nicht passiert, oder? Wenn wir da putzen, ist weg. Ja. Thomas. Ja. So. So, wir setzen die Brillen auf. Den Müssen Mädchen? Wir die Hütchen abmachen vorher? Die können wir so. Hier anziehen hier. Ja. Ich mache mir doch nicht die Frisur kaputt. Oh. Kommt auf den Kaugummi. So, also, Katie, jetzt kommt die Wette. Du hast gesagt, sie können es, wenn du deine Wette verlierst. Oh, it's a stunt. Katie Perry muss auf den Flying Fox. Flying Fox ist eine Seilbahn, wie man sie von Kinderspielplätzen kennt. Aber unsere Seilbahn ist nicht vom Kinderspielplatz, sondern geht über das gesamte Olympiastadion. Gucken wir mal ganz schnell. Ja, Moment, so, da sehen wir das Olympiastadion bei Nacht. Und jetzt sehen wir das eiserne Kabel. Hier ist der Startplatz. Hier geht es los. Das ist der Karabinerhaken, an dem Katie an ihrem schönen Plümmel aufgehängt Schau wird. Gut aus. Nein, nein. Das kann ich nicht. Ich habe ja das Falsche an. Das, you get a little Flügel. Sie kommt doch. Fairy. Uh-oh. Angst in den Augen einer schönen Frau. It's gonna be great. Wir wollten sie nicht in die Arme von Mittermeier treiben. Das habe ich jetzt davon. Also. So, Thomas, Katie fliegt, wenn sie ihre Wette verliert. Ihr seid soweit. So, ja. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Ich würde dann immer also von euch ein Namensschildchen Willst nehmen. Willst du nicht kontrollieren, ob sie nicht sehen, wie du sonst immer machst? Die sieht nichts. Was machst du? Nein, da wäre sie sonst drauf eingefallen. Sie sieht auch nichts. Dann sage ich jetzt... Du weißt, was du machst, oder? Du weißt, was ich tue. Okay, super. Top. Du weißt, was du machst. Nein, nicht, ich meine nicht in dem Sinn. Ich habe die Sendung 20 Jahre alleine nicht gemacht. Nicht in dem Sinn. Ich meine, weißt du, was du jetzt machen musst? Ich sage, top, die Wette gilt. Top, die Wette gilt. Okay. Was mache ich jetzt? Ein Mädchen aussuchen. Okay. Dann weißt du doch nicht. Okay, Herzchen weg. Ja. So. Jetzt? Okay. Es ist ein bisschen Wind. Ist eher kleine Person? Oder mittel? Eher mittlere Person. Es war eher unregelmäßiger. Soll sie nochmal? Ja, bitte. Okay. Ganz Ruhe im Saal. Ganz ruhig. Mittlere Person war es ja. Aber ich hätte gedacht, man hätte es. Also, oder sporen wir das? Ostern, Suri. Es war eine mittlere Person und es war auch ein bisschen dapsig. Also wir schwanken jetzt nur zwischen Spornmilisser oder Gstatterlina. Ihr schwankt richtig und ihr solltet in eine Richtung schwanken. Ja. Okay. Wenn ihr den Grand Prix gewinnen wolltet, dann müsstet ihr richtig raten. Es war ja eine mittlere Person und da war auch Wind, also ich hätte jetzt auf die Melissa getippt. Dann würde ich das, dazu würde ich aber nicht raten. Oh. Yes, oh Mann. Na ja, ich meine, sie lagen ja schon 50-50. Ja, also aber jetzt helfe ich nicht mehr. Die Gstatterlina. Nein, no, aber. Ja. Eine erst, viermal.
Mal muss sie das machen? Dreimal. Dreimal. Drei aus vier. So, einmal Glück gehabt. So. Can you hear the flying fox? Okay, du kannst anfangen. Ist es eher schnell und eine eher größere Person? Ich hätte jetzt eher so eine mittelgroße Person. Das war festlich, ja. Oh. Es war sehr schnell und man hat Wind gespürt. Und es hat angetaucht. Angetaucht? Ich hätte jetzt eher. Gibt man ein paar Namen von euch? Brandner Theresa oder so? Na, Hallwiger Elisabeth eher oder Hasberger Sophia. Ja, hast du die Zunahmen durcheinander gebracht? Nee, ich meine, die. Was hast du gerade jetzt gesagt? Hasselberger Sophia oder Hallwiger Elisabeth? Wart ihr zu zweit? Es gibt eine Hallwiger, es ist die ganze Familie da. Es gibt eine Hallwiger Elisabeth, es gibt eine Hasselberger Sophia und es gibt eine Hallwiger Sophia. Aha. Oder Hasselberger Emilia und der Hasselberger Sandra. Da sagt sie es einmal. Seid ihr sehr wahnsinnig. Also nochmal, der Name war da, also jetzt. Ja, also das war die Hallwiger Elisabeth. Na, Hallwiger war schon okay. Na gut, also kommt, also habt ihr eine falsch. Also das war nicht die Hallwiger Elisabeth, es war die Hallwiger. Das war die Hallwiger Sophia. No California Girls. Aber ihr habt ja noch einen Versuch. Also das ist noch, die Wette ist noch nicht verloren. Nee, ist völlig klar. Okay, dann machen wir gleich weiter. So. Das Herzchen kannst du mir geben. Gibt es jemanden hier, der nicht Hallwiger heißt? Ja. So. Gut. Okay. Konzentration. Füßchen zweimal. Okay. Das ist kleine Person, sehr schnell. Ich hätte jetzt eher, also vielleicht die Brandner Elisa. Ja. Okay, ja, die Brandner Elisa. Ja. Okay. Und ich habe nicht geholfen. Nein. Ich habe nicht geholfen. Das Katie, you find your own girl. Help me out here. Huh? Yeah? No, you don't have to think star, aber... Can you pick one? Make your choice. Ihr könnt auch Kostüm tauschen. Da muss man immer helfen. Oh, yes, that would be much better. Ja, das wäre, glaube ich, viel besser. Oh. Aha. Who's this? Wer ist das? Ratet doch mal. Ah, sie sehen, they don't see anything. Dann besser keine Wette. Wer war das? Katy Perry. Katy Perry, na bitte, she. Oh, yeah. She knew. You choose the last one. Okay, ich wähle eine aus. You're very cute. Du bist sehr süß, du bist sehr hübsch. Very fast, I'm sure. Du bist sehr schnell, da bin ich mir ganz sicher. You! Du. Oh. May, this was a schräg. She's just a little darling. Ja. So süß. So now you know, jetzt nehmen Sie Ihre Schürze. Oh. Rindeldran heißt das, oder? Rindeldran. Mhm. So, ist es eine kleine Person? Ja. Die war auch ziemlich... Die war ziemlich weit weg. Willst du noch mal schnell? Ja, du hast sie vertanzt, glaube ich, hier. Bleib ein bisschen näher bei den Damen. Die macht noch eine Runde, ja? Das ist wirklich schwierig. Also es, man hört kaum was. Also es ist eine von den Kleinen. Ja. Ist es mehr so Hanna oder... Na, die Hanna ist, glaube ich, nicht, weil die ist, also die ist schneller. Und Lisa, die ist auch schneller. Ja. Dann die Gstatterlina Wasch. Die war es, genau. Die war es auf keinen Und Fall. Dann gibt es noch die Veronika.
oder die Spuren, Anna? Ja, ja, aber alles. Annalena? Nein, das war Oma. Na ja, nur, ja, nur Mensch, also. Die Annalena ist ungleichmäßig, also die gerade nicht so. Verrennt euch bitte jetzt nicht. Ja. Wir warten nah dran. Ja, entweder die Spuren Anna oder die Veronika. Na, jetzt ist auf, Mensch. Ich mach das nicht wahnsinnig. Ach so, das war ziemlich leise. Wir Bayern halten Zonk, geh weg, Michel, lass mich hören. Ja, weil es so leise war, das könnte sein, die Hanna. Was? Die Hasselberger Hanna. Jetzt, warte noch mal. Dann bricht der Schweiß aus hier. Also, ihr habt sie schon gehabt, ja, die war dabei, aber jetzt... Yeah. Katie hat bangt um ihr Leben. Also Lena Gstatter war es nicht. Die Hanna war es nicht. Dann die alles Luisa war es nicht. Na, weiter. Dann haben wir noch die entweder Na, nix. Willst du es vorlesen? Ja, die Veronika. Aber ich weiß ja nicht. Was? Enigma uns? Ja. Einigt euch okay. Jetzt den Schluss. Die Veronika? Ach, Schmarrn! Nein. Das ist doch... Schade! Annalena! Scheiße. Hört ihr, Annalena? Oh. Aber das war klasse trotzdem! Meine Brille wieder so eng. Okay, baby, darling. Das mache ich nicht, nein. We will find a way, okay? Ich möchte das nicht machen. Weiß ich, ja, das verstehe ich. Das muss man mir nicht übersetzen. Wir werden aus deinem Team mit dem Psychologen reden. Let's listen, was machen wir jetzt? Du weißt doch, wie es weitergeht, Michelle. Ich muss hier. Was machst du, Thomas? Wo gehst du hin? You are insured. You rest in my arms, baby. Brauch eine Versicherung. Thomas, es gibt noch was hier. Sie holt's gerade ab, Katie. Okay. Du kommst nachher in die Pflege, aber jetzt wird erstmal der Preis überreicht. Katie, obwohl Sie nicht gewonnen haben, aber bei der Kinderwette ist es ja egal. Wir haben eine Überraschung für euch. Ja. Katie ist ja ein Superstar, deren Konzerte eigentlich ausverkauft sind. Aber für euch macht sie eine Ausnahme. You know the prize? Can you basically? I do know the prize. Ich kenne den Preis, genau. Ich möchte euch, obwohl ihr mich hier in die Todesfalle gelockt habt, möchte ich euch beiden Mädchen 25 Konzertkarten für meine Tour nächstes Jahr schenken. Wow! And? Oh, klasse! Das ist super, oder? So. Und wenn ich noch lebe. Ja. Gut, wir werden dafür sorgen. We will make sure. Dann wird das auch Danke schön. That were great, though. Pass auf, bring du Katie nach Hause. Ich kümmere mich um die Mädels. Ja, und ich gehe dann gleich in die Olympiaschwimmhalle. Du weißt es. Ja, genau. Bitte verhindere jeden Fluchtversuch, meine Damen. Ja, woran hat es gelegen? Wer so im Grunde? Warte mal, wo habt ihr euch? Bei dir haben sie sich verhauen, oder? Wer war die Letzte? Hat die als Letzte getanzt? Du. Ja, die war auch ein bisschen weit weg, aber nichtsdestotrotz. Aber es war spannend. Ja. Es war spannend, es war knapp und ich habe überhaupt nicht geholfen. Insofern habt ihr euch nichts vorzuwerfen. Herzlichen Dank, ihr habt mich an den Rand der Verzweiflung gebracht, aber Katie ist noch verzweifelter als ich, insofern ist das in Ordnung. Ihr seht sie beim Konzert, schön, dass ihr da wart. Danke. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Genau. Tschüss. So. Du kümmerst dich um die Kleine, weil wir jetzt ja wieder eine öffentlich-rechtliche Botschaft haben. Nicht nur die Integration ist uns von Wetten, dass und dem Fernsehen, dem Öffentlich-Rechtlichen, ein Anliegen, sondern natürlich auch die Emanzipation.
Es gibt Frauen, die meistern einfach jede Lebenslage. Ob meine neue Heimat Afrika oder der Sommer auf Sylt oder das Dirndl in München. Keine kriegt es so hin wie sie. Sie ist derzeit eine der beliebtesten deutschen Schauspielerinnen. Sie ist so erfolgreich wie nie zuvor in ihrer Karriere. Und andere gucken schon ein bisschen neidisch, ob das so weitergeht. Ich bin überzeugt, es wird passieren. Jetzt triffst du eine Frau. So eine willst du sicher auch mal werden. Hier ist Christine Neubauer. Grüß dich. Bitte sehr. Hi, hello, nice to meet you. Servus. Servus. Ja. Servus. Nice to see you. Optisch kommt ja daher wie Schwestern. Bitte schön. Bitte. Bitte sehr. So. Ja, that's another Dirndl, yes. Katie. I know, I feel really left out. Ich weiß, ich komme mir irgendwie fehl am Platze vor langsam. Ich werde für dich sorgen wie ein Vater. Glaube mir, ich hab da schon eine Idee. Aber jetzt kümmere ich mich erstmal um Christine. Christine, also Dirndl. Ich muss sagen, es ist natürlich immer so eine Geschmackssache. Dirndl, sagen viele, käme für mich nicht in Frage. Aber natürlich so Frauen, so ganz spuchtige, sind fürs Dirndl auch nicht gebaut. Und das Dirndl ist für sie nicht gebaut. Gibt es auch Dirndl in diesen berühmten Nullergrößen, dieses Extra Small? Ja, also absolut. Das Dirndl ist natürlich ein Kleidungsstück, was jeder Frau passt und auch jeder Figur. Mhm. Und insofern, also ich meine, es ist natürlich ein bisschen günstiger, wenn man schon ein bisschen Holz vor der Hütte hat. Also das tut dem Ganzen gut, wenn man das Kleid voll bekommt. Wenn das oben der Ausschnitt voll ist. Aber es gibt natürlich auch Schnitte, die für etwas flachere gibt Figuren es sind. Ja. Gibt es auch. Aber ich meine, nun ist ja plötzlich, also feiern wie Bayern, das ist ja ein Slogan überall. Was sagst du, wenn eine Berlinerin herkommt und sagt, ich habe auch so ein Ding, ich finde, ich sehe gut aus. Also darf jeder Dirndl? Also ich bin da ziemlich liberal und frei. Also wenn jemand das schön findet, dann kann er es anziehen. Die Liberalitas Bavaria. Ja, genau. Das ist ja die wahre Größe. Was hältst du denn davon, bitteschön, dass jetzt sozusagen, also zur Oktoberfestzeit hat es ja früher nicht gegeben. Ganz München, ich war ja unterwegs, die Herren in Knielederhosen, ist das etwas eine Mode, die wieder vorbeigeht oder glaubst du? Nein, also ich finde das schön, also ich merke das ja an mir. Ich bin ja als kleines Mädchen schon auf der Wiesn gewesen und da habe ich natürlich Dirndl getragen und dann kam die Teenagerzeit und da war dann die Jeans, da war das irgendwie peinlich. Aber jetzt, also die in dem Alter jetzt sind, ist es wieder absolut hot. Und ich finde das schön. Also ich allerdings eben auch nur zum Oktoberfest eigentlich. Ja. Also ansonsten sieht man bei uns in Bayern kaum, also am Land natürlich mehr, aber in München sieht man das natürlich sehr selten. Das ist ein Festtagsdirndl. Das kann man ja auch zu... Du kannst in die Oper gehen. Fast. Der tut man aber nicht. Der Freischütz auf jeden Fall. Michael, wir haben schon gesagt, also ich meine, sie, Katie, fühlt sich ein bisschen außen vor gelassen. Trägst du jetzt wegen Oktoberfest deine Hirschledernen, oder? Ja, also ich habe mir die jetzt auch machen lassen. Ich habe alte Hirschhosen gehabt, aber die war jetzt irgendwann so, die steht in der Ecke, Geht nichts mehr. Also da müsste ich eigentlich so gehen. Und die habe ich jetzt machen lassen und ich war auch die letzten drei Hochzeiten, wo ich war, war ich immer in Tracht, immer in Lederhosen. Und das ist wirklich schön. Ja. Also, ja. Katie, wenn du uns zu deiner Hochzeit einlädst, kommen wir auch in Lederhosen. Ich habe auch welche. Wir bringen auch die Blasmusik mit. In Lederhosen? Ja. In Bayern. In Lederhosen. Wenn du heiratest, zu deiner Hochzeit, wir beide machen ein bisschen... Yeah, we come to your wedding. That's kind of his offer. We will be the house clowns. Okay. Machen wir. I think it'll go over well in America. Das wird okay sein in Amerika, ja. Glaube ich schon. Wir haben ein paar Fotos, höre ich gerade mit großer Freude. Hier, also damit du siehst, dass die Christine jetzt nicht nur in irgendeiner Form hier auf Bayern festgelegt ist. Zeig mal, guck mal hier. Ja. Naja, das sind, muss ich jetzt erklären, das sind jetzt Fotos aus meiner neuen Modekollektion. Und das Dirndl zum Beispiel ist jetzt zum Oktoberfest eben auch daraus, dass ich mit zwei Münchner Designern zusammen gemacht habe. Und das zeigen jetzt die Fotos. Das geht schon ein bisschen in Richtung Erotik-mäßig. Das ist aber das hat sich so erklärig angehört. Das muss ich jetzt erklären. Ich war jung, brauchte das Geld. Und Nein. Also. Ich war gleich alt, wie ich jetzt bin. Mein Lieber, also hier... Das ist durchaus sexy. Das geht in Lederhosen zum Beispiel nicht. Das ist eine Pose, die schaut in Lederhose
scheiße aus. Ja. Tatsächlicherweise. Also hast du auch, ich meine, es laufen auch viele Frauen inzwischen mit kurzen Lederhosen. Ich habe auch Lederhosen, aber es schaut nicht so gut aus. Na komm, da bin ich fest davon überzeugt, jetzt untertreibst du. So, also ich arbeite daran schon irgendwie, unsere Käthi ins Dirndl zu kriegen, aber noch muss sie ins Geschirr. So, jetzt haben wir offensichtlich ein Bild ins Oktoberfest. Wir haben ja eine Bestellung aufgegeben. Möchtest du lieber Wasser, möchtest du alkoholfreies Bier oder möchtest du ein richtiges... Oh, I want the lemon beer. Ich möchte das Zitronenbier. A lemon beer. A lemon beer is kind of, you get Todesstrafe in Bayern, when you order this. Offiziell gibt's das. Corona, no lemon. Kann man nicht? Mir wurde aber erzählt, dass man das bestellen soll hier, Zitronenbier. Welches Bier denn dann? Beer. It's just called beer. Beer. A real beer. You go just there, say, Bühlen. Wir sehen mal. Bülent, hier haben wir schon ein Problem. Bülent, bist du im Oktoberfest? Er trägt die Haare offen. Supergeil. Da habt ihr euch was Geiles ausgedacht. Thomas, dich nehme ich mit ins Bett. Ja, freut mich. Ja, so. Ist brutal. Bülent. Ich muss hier, Bülent, du hast Haare auf der Brust. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Ich wollte es nur sagen. Also, du hast auch Haare am Kinn, das ist noch schlimmer. Spinnst du, da hilft der Epilieren gar nichts mehr. Da musst du mit dem Rasenmäher drüber. So. Ich habe doch ganz woanders Haare. Ja. Guck mal, meine Haare. But she's Turkish and she has a chin. Schau die Haare. So, komm, mach hier. Sein Blödsinn. Was geht's? Radler? Ne, Zitronenbier hat Kato bestellt. Frag mal bitte den Kollegen, ob er Zitronenbier hat, da auf der anderen Seite der Theke. Hör mal. Was? Zitronenbier. Hast du Zitronenbier? Ja. Wow. Hat er. Einzelne. Hat auch Bananenweizen. I'll take that too. Okay, brutal. Also, pass auf. Wie lange wir hier an der Arsch? Ja. Für Joe Cocker nehmen wir alkoholfrei. Also, Joe Cocker? Joe Cocker kommt auch. Joe Cocker. Also, wir machen zweimal alkoholfrei. Oh, da toben sie schon. Okay. That's the real Oktoberfest. Okay. So, also. Wir machen zwei, vier, acht Maß und eine Brotzeitplatte, okay? Okay, Brotzeitplatte habe ich gekocht. Acht Maß, okay. Eine Brotzeitplatte. Bis gleich, Thomas. Ein Zitronenbier, bis gleich, tschüss. Was? Ein okay, Zitronenbier. Brutal. Okay, so. Oh, weh. So, jetzt, wir sehen ihn am Ende der Sendung hoffentlich mit der Brotzeit wieder. Und starten jetzt die große Aktion 30 Jahre Wetten, das. Wir werden tatsächlich 30, man fasst es nicht. Und blicken natürlich auch auf die eine oder andere verlorene Wette zurück. Heute haben wir auch schon zwei im Säckchen. Und haben uns gedacht, das, was damals als Tragödie endet, kann ja immer noch zum Triumph werden. Wir haben online auf YouTube 30 Wetten, die damals, als sie im Original gespielt wurden, verloren wurden. Sie konnten sich bewerben, können sich immer noch bewerben, wenn Sie sagen, diese Wette, die damals verloren wurde, die kann ich heute gewinnen. Wir haben eine Wette, die 19 Jahre zurückliegt. Ich kann es nicht fassen. Wenn Sie mich gefragt hätten, ich sage, 5 Jahre, 6 Jahre. Ich kann mich gut an diese Wette erinnern. Und ich habe auch immer gesagt, ich stehe zu dem, was ich in Wetten, das getragen habe. Bei dieser Sendung hatte ich eine Klamotte an, von der ich mich heute offiziell distanziere. Ich glaube, ich war das auch nicht. Von der Frisur will ich gar nicht reden. 1991 kam ein junger Mann und hat zu mir gesagt, ich klettere am Klopapier 5 Meter aus einem Schwimmbecken hoch. Wenn Sie über die Klamotte hinweggekommen sind, erkläre ich die Wette in meiner kindlichen Art nochmal. Man sieht, ich habe auch nicht viel dazugelernt in 19 Jahren. Bitte schön, unsere erste Klassikwette. Ich habe es ja gerade schon angedeutet, es geht ein bisschen um Wasser, es geht ein bisschen um Toilettenpapier und die ganz konkrete Formulierung heißt, wetten, dass Rolf Fischer auf einen 5 Meter hohen Turm kommt, mit Hilfe einer Rolle Toilettenpapier. Ich begrüße Rolf Fischer und sein Team. Ihr habt also hier ein Abwickelgerät, ich kann auch Mikrofone nehmen natürlich, so. Und schau, etwas Olympisches hat das Ganze natürlich und wird hier eingezwickt und da drüben auch und dann verdrillt ihr das. Oh! Wir sind jetzt
Frage, schafft er es oder schafft er es nicht? Ja, ich denke schon, dass Rolf das schaffen wird. Ich kann mir vorstellen, dass das jetzt in den deutschen Gefängnissen mit Interesse beobachtet wird, diese Wette. Top, die Wette gilt. Rolf Fischer, an naturbelassenem Klopapier. Letzter Versuch. Gleich, gleich. Halte fest, halt oben fest, halt. Ja. Aber so knapp. Also, eine hochdramatische Angelegenheit. 1991 war das. Ja. Diese Show gibt es seit 30 Jahren, Kevin. Länger als dich. Ja. Ja, das stimmt. Hat man denn, hast du auch mal eine Wette verloren und deswegen hast du das angehabt, was du da anhattest? Nein, sowas habe ich damals noch freiwillig getragen. Ja. Der arme Willi. Okay, ich habe ja auch ein bisschen gelaufen. Erinnerst du dich an Willi Milowitsch? Da saß er, der große Willi Milowitsch. Damals vor 19 Jahren war ich 5, also das war große Zeit. Ja. Der arme Kerl hat sich damals so aufgeregt, er hat sich nie wieder ganz erholt. Und jetzt haben wir diese Wette noch einmal heute bei uns. Die Arbeitsprozesse werden inzwischen verschlankt. Der junge Mann wird dann nicht mehr das Ganze, habe ich gehört, mit Bohrmaschinen machen, sondern von Hand. Und Michelle ist jetzt bei ihm im Olympiabad. Michelle, hast du unseren Kandidaten bei dir, der die Jubiläumswette sozusagen, die damals verloren wurde, heute gewinnen will? So. Ja, wir sind hier und neben mir steht ja der Kandidat, der die Klassikwette gewinnen will. Und ich glaube an ihn, hier ist Mario Marciniak. Also, Mario, und wie bist du auf diese Idee gekommen? Ja, da war ich auf dem Klo. Oh, Mario, ja klar, das ist auch noch ziemlich normal. Und du hast zwei Kinder, die dir die Daumen drücken hier. Ja, Michelle und Marlon, die grüße ich ganz herzlich. Ja, hallo. Und sag mal, hier, ich lese die Wette zur Sicherheit nochmal vor, obwohl wir sie schon gesehen haben, aber das ist ja richtig so. Also, Mario Marciniak wettet, dass er an einem gedrehten Seil aus Klopapier aus einem Schwimmbecken bis zum 5-Meter-Brett hochklettern kann. Er hat 2 Versuche, also das ist schon ein bisschen schwerer als 1991, denn die waren zu zweit und nein, ja, sogar noch mehr und hatten auch 3 Versuche, also viel schwerer. Wie hast du dich vorbereitet? Na, zu Hause am Gartenbaum mit den Kindern am Seil. Okay, ja. Und zeig uns mal dein Gerüst, was du da aufgebaut hast. Wir haben hier einfach jetzt nur 2 Stangen und dann werde ich das jetzt ringsherum wickeln und dann werde ich es einfach mit Hand zusammendrehen. Und das ist ganz normales Klopapier? Ja, genau, ganz normales Klopapier. Das sind aber Riesenrollen, die sind ja aus der Autobahnraststätte, sag ja, mal. Ja, genau, richtig, ja. Mhm. Also, wir werden uns jetzt vorbereiten, Thomas. Ich bin gespannt, was Christine tippt. Also, ich glaube richtig an ihn. Ich weiß nicht, was du tippst. Und wir hatten natürlich bis heute wenig Glück. Also, Christine, das wäre die erste Wette, die gewonnen würde. Und ich würde es mir an deiner Stelle gut überlegen. Ich habe nämlich Folgendes vor. Nachdem du so ein schönes Dirndl anhast, habe ich gesagt, es gibt ja auch junge Frauen, die sagen, ich würde sowas tragen, aber ist das vom Material her auch strapazierfähig? Geht sowas ein, wenn es nass wird? Wir haben dieses wunderbare Olympiabad. Da ist ein 10-Meter-Turm. Ich würde gerne, dass du mit diesem Kleid elegant auf dem 10-Meter-Turm marschierst und dich dann so locker fallen lässt. Das hat ja eine gewisse Fallschirmwirkung. Ja, also ja. Du schwebst ganz langsam. Fallschirmwirkung schon, aber wenn der Fallschirm nach oben klappt, dann haben wir nichts dagegen. Dann? Ja. Das nehmen wir billigend in Kauf. Da ist er, 10-Meter-Turm. Was sagst du? Also, der hat ja nasse Hände. Ja. Also der kommt aus dem Wasser. Ja. Und geht dann hoch. Ja. Und also hast du schon mal, wenn du auf so Dixi-Klos bist, im Regen? Da bin ich dauernd. Ich nämlich auch beim Drehen. Und wenn du dann dieses Klopapier, das zerreißt mir... das ist ja meistens komplett schon nass, wenn man kommt. Ja eben, das feuchtet ja total durch. Also ich meine, ich würde es ihm natürlich zutrauen, aber rein physikalisch, also rein, ich glaube nicht, dass das geht von dem Wasser. Also ja. Er sieht mir auch leicht und aus. Und der also Kandidat beim letzten Mal hat das gleiche so Problem. So leicht auch nicht. Gut. Also du sagst nein.
also nichts gegen dich, aber okay. Ich glaube, es ist nicht möglich, weil das Wasser weicht dieses Papier auf. Nein zur Wette bedeutet Ja zum 10-Meter-Sprung. Aber ohne Fallschirm. Ja, einfach so? Ich meine, wie einfach so? Na, das kann ich euch nicht zumuten. So, dann wir schauen wir mal. Also dann sagen wir 5. Weil ich meine, 5 Meter, was ist... Okay, 5. Weil 3 ist zu läppisch. Obwohl, ja eben. Und 5 muss ich sagen, aber bin ich selber schon. Ich meine, also 5 bin ich ja schon gesprungen mit 15 Jahren. Dann machen wir 7,5. Okay, 7,5. Gibt's ihn überhaupt? Gibt's ihn überhaupt? Ja, sieht, da ist 7,5. Also ich sag dir ganz ehrlich, wenn du 7,5 machst, dann mache ich mit. Machst du auch 7,5? Ich hab noch nie in meinem Leben mehr als 5 geschafft. Und da bin ich damals in Kulmbach im Stadtschwimmbad, hat mir erzählt, Angelika Müller ist da, bin ich vom 5-Meter-Turm gesprungen und dann war sie gar nicht da. Und, und sie, ich hab, das wär, wenn du mitspringst... Und das Becken ist tief genug für uns beide. Ja, meines schon. Wir müssen jetzt zeitgleich reinspringen, das kann ja auch hintereinander. 5, also 7,5, wir beide, du 7, im... 7,5, wir beide. Hallihallo. Dann, okay, so. Oh, oh. Gut. Dann würde ich jetzt sagen, zu diesem Behufe müssen wir uns ja sowieso ins Bad geben. Katie hätte zwar einen Badeanzug an, aber bleibt hier. Und sie springt im Dirndl, das ist eben so. We will be back, baby. Don't worry. Michael, du passt auf sie auf, keine Dummheiten. Das heißt, es ist jetzt meine Sendung. Na, das ist, ja bitte schön, genau. Es ist deine Show, aber das ist deine Michelle. Also wenn ihr nicht mehr auftaucht vom 7,5er, mache ich einfach weiter und tue so, als ob nichts gewesen wäre. Genau, dann ist sie Michelle und du, okay, alles klar. Die Veranstaltung ist in den besten Händen. Genau, super. And if he dies, there is no bed for you with the flying fox. So he's, yeah. Okay, das heißt, sie beginnen jetzt... Michelle, du fängst jetzt an, dort im Olympiastadion zu flechten. Das dauert 5 Minuten. Auch weniger. Also er ist sehr schnell, muss ich sagen, mit seinem Wickelvorgang. Wir fangen schon an, während ihr hierher kommt, oder? Dann beeilen wir uns. Er fängt an zu wickeln. Ich komme mit Christine. Und wenn wir dort sind, sagen wir, top, die Wette gilt. Er beeilt sich, bleibt bei uns. Seid nett zu den beiden hier. Okay. Und dann hoffen wir, kannst du mit den Pumps hier so schnell die Treppen hoch? Okay. Mit den High Heels kann ich alles. Also, never work. Pass auf, dann gehen wir jetzt in die Olympiahalle. Hoffe, dass wir uns irgendwann wiedersehen. 7,5. Und bist du? Servus. Bist du schon mal 7,5 Meter gesprungen? Warte. Christian, was? Kann man das überleben, ja? Okay, es ist beste Hoffnung. Jetzt gehen wir links, glaube ich, hier. Kommt mal hier durch. Links? Oh, da müssen wir an euch vorbei. Oh Gott. Es ist Christine. Guck mal, dass sie stehen auf vier Männer hat. Dankeschön. Dann oben. So, darauf. Oh Gott, ich bin ja schon fertig, bevor ich hier raus bin. So. So. Servus. So, komm, ich chauffiere dich. Okay. Bitte schön. Hi, guck mal, siehst du hier, der Fanclub. So, Christine, da haben wir uns was angelacht. So, schönes eingebrochen. Golfwagen fahren gehört heute zur Grundausbildung von Fernsehmoderatoren. Du schnaufst, bleib bei mir. Schon ganz schön. Ist die Aufregung, mit dir Auto fahren. Ja, ich glaube, wir biegen einfach ab und fahren auf die Erotikmesse hier. Das sieht unglaublich aus, aber... So, kommen wir hier da durch. Hat jemand die Tür aufgemacht? Ja, ist offen. Das sollte der gleiche machen, der den Kaugummi wegmachen sollte. Ah, Gott sei Dank, ja. So, durch die Glastür sind wir durch. Und links geht's zur Erotikmesse. Sie wurden nie mehr wieder gesehen. Guten Abend. Sie sollen zu Hause fernsehen und nicht hier in der Gegend rumrennen. Aber es ist doch relativ menschenleer. Ja. Ah. Mensch, diese gute Luft. Ach, okay, ich habe hier das erste Seil. Das erste Seil ist fertig. Muss aufpassen, dass ich da nichts falsch mache, damit es nicht nass wird. Und jetzt fangen wir mit dem zweiten Seil an. Also es ist wirklich unglaublich. Es sieht unstabil aus, aber es ist eigentlich durch das Wickeln wird es richtig stabil.
Das machst du toll, Mario. Wir haben gut Zeit. Bis der Thomas hierher kommt. Also dieses Seil muss dann schlussendlich 80 Kilogramm vertragen. Denn der Mario wiegt so viel. Aber er schafft es, ich weiß es. Und jetzt fangen wir mit dem zweiten Seil an. Dann können wir mal gucken. So. Ich muss hier stillstehen, weil ich habe Angst, dass ich das Seil nass mache. Mario ist aufgeregt, aber wir werden es schaffen. Der Thomas ist schon fast hier. Wir werden dann diese zwei Seile am 5-Meter-Brett knoten. So, das zweite Seil ist schon fertig. Ich hoffe, dass der Thomas jetzt bald kommt. Okay, willst du das halten? Wir warten jetzt hier auf Thomas und Christine. Das ist eben live. Wir wissen nicht, wann die ankommen, was die jetzt gerade im Moment machen. Wir können uns langsam zu der Tür begeben und gucken, ob sie jetzt angekommen sind. Denn es ist schon so 2-3 Minuten von der Halle entfernt. Hier ist Thomas und Christine. So. Mensch. Die zwei Seile sind fertig. Pass mal an. Hey. Siehst du, es ist bei, schön hart. Ganz schön, ganz bei euch ist ja die Stimmung besser als bei uns. Hallo. Freunde, in der Olympiahalle haltet mal dagegen hier. Hier kocht das Wasser. Also. Das hast du hübsch gemacht. Michelle, du hast aufgepasst, dass der hier kein Draht eingeflochten hat. War dabei, das Publikum hat es auch gesehen, es ist nur Klopapier und aufgewickelt. Aber das ist dicker, als man denkt. Ja. Das ist, ja. Aber eben, wenn es das ist, nass bleibt wird, Klopapier. Es bleibt Klopapier. Und aber du wirst ja, im du kannst es nicht schaffen, die Hände trocken zu behalten. Nee. Du springst ja ins Wasser. Ich springe ins Wasser. Also, und du bist trotzdem noch guten Mutes und sagst, ich habe ganz kalte Hände vor Aufregung. Ist doch angenehm, gell? Bist schon erfrischend. So. Ach, der Mario packt aber das. Unser erster Kandidat war heute auch voll des Mutes und dann hat ihn die Kraft verlassen. Dir wird das nicht passieren. Ich hoffe nicht. Das hoffen wir auch. Wir gehen jetzt, jetzt mal hoch. Ihr geht hoch und wir gucken uns das Ganze von wo an. Wo dürfen wir uns hinstellen? Ja, dann gehen wir hier. Sobald wir bereit sind, geben wir dir ein Signal. Also. Während jetzt unser Kandidat hier auf die Position geht, 5 Meter. Den 5 Meter Brett. Zu machen. Er hängt jetzt sein Seilchen ins Wasser. Wir gucken uns das. Ist hier gut für uns? Ja, können wir hier? Gehen wir noch ein bisschen weiter. Servus. So. Springen auf eigene Gefahr. Also, er wird jetzt, wie ich sehe, das ist dieser entscheidende Knoten, an dem unser Kandidat letztes Mal gescheitert ist. Vor 19 Jahren ist dieser Knoten offensichtlich nicht in der Lage gewesen, dieses Gewicht zu tragen. Das heißt, er macht es jetzt sehr, sehr sorgfältig, denn davon hängt alles ab. Dreht noch ein bisschen. Guck mal, jetzt hat sie ihm das ganze Ding natürlich etwas aufgedröselt hier. Gott, ich hoffe... Ist da unten wieder auf. Er hat, ja. Er hat. Schön sieht das nicht aus. Also, ich würde mich hier aus dem Fenster, würde ich mich da nicht abseilen damit. Aber offensichtlich ist er überzeugt, das funktioniert, hat noch gestückelt zwischendurch. Christine, guck mal, das ist, das ist unser Brettchen. Das Ganze ist, das oben? Er ist am 5er, na, den 10er haben wir ja schon mal aussortiert. Okay. 7,5. Ist von einer schon mal von euch vom 7,5er gesprungen? Ihr seid alle, oh, ihr lügt doch, komm hier. Aber ihr seid alle noch da. Wer ist schon mal mit dem Dirndl vom 7,5 gesprungen? Jo, Freile. Und was passiert dann? Geht nach oben, oder? Geht's, Mario? So, also erst geht es um unseren Kandidaten und dann um unser Schicksal. Oh, das ist so aufgedröselt. Da bin ich etwas nervös. Bist du konzentriert? Ja. Bist du bereit?
Dann sag Mario ich... Mario ist bereit. Top. Die Wette gilt. Wird jetzt springen? Und die Wette ist gewonnen, wenn er das Glöcklein... So, und jetzt muss er innerhalb... Anfasst. ...der Zeit. Ich sehe die Uhr jetzt nicht. Okay, er dreht nochmal von unten, das darf er natürlich. Aber das sieht das... Aber eines ist schon auf. Ja, ja, Seil auf. Das sieht so ein bisschen so sehr zufällig aus, ne? Was er da zusammengewickelt hat. Das ist mehr eine Geschenkverpackung als ein Strick. Ja. Es Mach los. Es gibt keine Zeit, das ist gut. Ah, das ist gut, ja. Kann er sich seine Zeit nehmen? Okay, Mario, klettert hoch. Das sieht schon mal gut aus. Das erste Mal, wo ich gedacht habe, na gut, wenn er es nicht schafft, ist nicht so schlimm. Ich bin ein bisschen also, schadenfroh, muss ich sagen. Hier. Das sah nicht sehr vertrauenserweckend aus, muss ich sagen, dein Strickchen hier. Warst du selber nervös oder war das nie, hat das nie anders ausgesehen, dieser Strick? Nee, der ist oftmals gerissen oben. Oftmals gerissen? Ja. Du warst gar nicht so sicher, dass das klappt? Nee, überhaupt nicht. Na Mensch. Ja, super. Das hättest du uns mal gesagt. Ich hänge mich hier nicht aus dem Fenster. Hier, 5 Meter habe ich mal geschafft. Das ist das, wo du reingesprungen bist. Wir müssen. Tut mir leid, ich bin ein bisschen schadenfreudig. Michelle, halt die Jacke. Studio. Darf ich ins Studio damit? Ich weiß ja nicht, wie es endet hier. Dann können wir den Ton rausmachen. Du hast keinen Ton mehr. Du hast ich hab den Ton hinten drin. Der ist ja weg. Ach so. Ich hab den Ton hinten drin. Aha. Also ich meine... Wie du willst. Also... Ich hab den Ton hinten drin. Wir treten. Meine Uhr ist nicht wasserdicht. 7,5. Wir gehen hoch. Wir gucken uns das mal an. Noch ist ja nichts passiert und die Treppe wird ja nicht eingefahren. Auch ohne Schuhe. Okay, sie zieht die Schuhe aus. Das ist schon mal eine gute Idee. Denn ich meine, ja. So, ist das hier schon 5 Meter? Nee, ne? Moment, nicht, dass wir uns verlaufen. Wo sind wir jetzt? Das ist auch noch nicht. Oh. Hoppala, nicht. Ich bin schon. Nicht jetzt. Ich versag schon an der Treppe. Oh oh. Wir gucken uns das mal an hier. Ich muss spielen. Ich hab das Mikrofon hinten drin. Das Mikrofon. Sie hat das Mikrofon hinten drin. Das Mikrofon kriegen wir noch raus. So, jetzt guck mal an. Gucken wir uns das mal an hier. Hey. Es geht nicht. Ja, pass auf, es geht. Es geht nur so. Es geht nur so. Ich zieh meine Hose aus. Und du nimmst dein Mikrofon raus. Und dann zählen wir bis 3 und gehen einfach los. Und. Ja, aber ich kann das Mikro nicht. Ich hab mein. Moment. Also Mikrofon. Mikrofon. Ja, das geht. Mikrofon. Ha. Baus. Also, Kollegin baut das Mikrofon aus. Oh oh. So, Mikrofon ist weg. Sagen Sie mal. Also. Lass liegen da. Einfach. Ach so. Abkabeln. Wie geht das? Das hat die Welt noch nicht gesehen. Das geht nicht. Das ist gut. Nein, warte. Jetzt hier. Mikrofon weg.
Und weg. So, hier ist es nicht. So, okay. Okay, und raus. Schatz, weg. So, aber nicht nachdenken. Aber nicht. Also, pass auf, wir fahren. Kathi, ich vergebe dir. Christine, lass es. Lass dich nicht. Ich will's nicht wissen. Okay. Es ist hoch. Ich spring. Na komm, okay. Ist gut. Was reden? Michelle, übernehmen Sie. Michelle. Na jetzt nimmer, jetzt wenn's keine. Was ist los? Ich verstehe nichts. Hä? Was ist los? Ich hör dich nicht. Den Anblick kann ich niemand. Michelle, mach weiter. Wo ist Michelle? Silas, mach dir nicht verrückt. Also, Christine, mach, nein, zwingt sie zu nichts. Michelle, Christine, du bist gerettet. Michelle, mach weiter. Ist Michelle zurück? Wenn ich das jetzt springt. Ich mach wirklich alles, aber das geht nicht. Es geht, ich habe nicht die richtige Unter... Nein. Du bist freigesprochen. Ich habe eine bessere. Hey, Moment. Ich habe eine Idee. Darf ich was? Ruhig. Ich habe eine... Moment. Folgende Idee. Okay. Also, sie ist eine mutige Frau. Aber wir machen Folgendes. Katy Perry wollte ja unbedingt ein... Hört! Jetzt sollt ihr es heute starten, ihr depper Mensch! Also, Katy Perry wollte unbedingt ein Dirndl anziehen. Katy Perry kriegt das Dirndl. Und Christine Neubauer kann beweisen, was für eine Heldin sie ist, indem sie an diesem Gerät durchs Olympiastadion fliegt. Okay? Abgemacht? So, okay. Gut, dann rettet die Frau da oben. Sie geht ins Olympiastadion und fliegt durch den Saal. Nee, lass sie nicht ver... Rettet die Frau. Räumt sie weg da oben. Ja, ich bin... Oh. Ja, nein. Sie kriegt den Flug durchs Olympiagelände und du sagst bitte jetzt, Michelle, mach weiter, falls Mittermeier noch nicht übernommen hat. Ich habe die Kontrolle über die Veranstaltung verloren. Das war Wetten, das. ich kann jetzt machen, was ich will, oder? Nein, schade. Wir gucken das Ganze mal mit Zeitlupe an, weil es war doch viel zu lustig. Also ich habe es mir gar nicht angeschaut. Mal gucken, wie das war. Es sah gut aus. Haben wir die Zeitlupen von Thomas? Ja, mal an. Also das Christine ist fantastisch. Sie hat ihn geschubst. Ich hab's genau gesehen. Doch. Sie hat ihn geschubst? Ja, freilich. Der wollte stehen bleiben. Ja, deswegen hat er nicht mal gezögert. Ja, gar nichts. Ja, freilich. Oh.
Oh, Thomas, lass uns vorgehen, aber dann springst du einmal alleine. Oh. Fantastisch, dass er das gemacht hat. Noch einmal, das wollen wir von allen Ecken angucken. Das wird in der Geschichte bleiben. Aber wie oft müssen wir uns das jetzt anschauen? Ja, das ist genug. Also Michael. Es war lustig, na, oder? Nein. Wenn du gesprungen wärst, ich hätte mir das sicher 50 Mal angeschaut. Okay. Aber, Also dann sagen wir jetzt Superstars an. Wir dürfen jetzt zusammen Superstars ankündigen. Also während der Thomas noch versucht, seine Frisur in den Griff zu kriegen, kündigen wir diese... Was ja nicht funktioniert. Mal gucken. Kündigen wir diese fantastische Kultband an. Also sie haben, um das neue Album zu machen, haben sie sich richtig Zeit gelassen. 4 Jahre haben sie dran gearbeitet. Und dass es sich gelohnt hat, das werden wir jetzt erleben mit ihrem neuen Titel Fire with Fire, the Scissor Sisters. Ja. Thank you so much. I'm sorry. Thomas is still struggling with his hair.
And watch your heels on this surface. Yes, exactly, exactly. Also Thomas ist immer noch am Föhnen, also vielen Dank. Here is a little gift from the Oktoberfest. Oh. Kennt ihr das Oktoberfest? Do you know Oktoberfest? Yeah, yeah, Anna was there today. I was there last night and today. Oh, really? I had so much fun. Fantastic. So that's for you, Anna. This is for Dell, right? Für Dell. Das ist für Jake. And danke. Where is it für Baby Daddy? Baby Daddy, where is he? Oh, the heels. Okay, thank you very much. Your thank album, you. Your album is Nightwork, right? Yeah, you're coming yeah. out with this album. So thank you so, so much for thank being you for here. Having us. Sister Sisters! Danke schön. Here, this is for you, of course. Bye bye. So, und jetzt. Okay, und jetzt kommt ein ganz besonderer Gast heute Abend. Er ist Holländer. Hier ist Thomas! Michelle, ich muss. Ja. Ah. Dass du wenigstens noch Tschüss sagst. I made it, baby. I'm so glad. I hope you have been a little bit worried about me. Yeah. Michelle, alles richtig gemacht? Ich hoffe es. Ja, Mittermeier benimmt sich anständig. Gut. Thank you. Thank you. It's good to see you. So, wir haben ja unsere kleine Nachtaktion gehabt und haben gesagt, Sie können die Sister Sisters, deren neues Album Nightwork ja quasi sozusagen Nachtschicht bedeutet, jetzt irgendwo in München, also wo wir es eben schaffen, gewinnen. Und ihr habt einen Einsatz. Johanna hat euch gewonnen. Sie ist Bardame und die gute Seele des Vereinsheim, einer Kneipe in München. Ihr werdet also jetzt einen Unplugged-Auftritt machen in The Vereinsheim. Johanna ist eine Bardame, du wirst dich gut mit ihr verstehen. Und eine gute Seele, auch du wirst dich gut mit ihr verstehen. The Sister Sisters on the road, jetzt sind sie unterwegs zu Johanna. Thank you. Yes. I love that song, I Thank missed you. It right now, but I have it. I'm gonna download it. Yay. I'm so hippie hip. Yes, okay. You are. So, danke schön. So, wie Michelle hier runtergekommen ist, weiß ich auch nicht. So. Jetzt. Habe ich ein Mikrofon, ja? Haben wir das geschafft? Sie erkennen mich wieder und wissen, verstehen, was ich sage. So, jetzt, weil wir so den sportlichen Teil des Abends eingeleitet haben, ich werde mich gleich nochmal meiner Kandidatin, der Christine, vor die Füße werfen müssen. Das war wirklich eine Schweinehöhe. Ich wäre auch nicht runtergesprungen. Aber mit diesem, ja, schubst das auch noch. Nee. Ich habe gedacht, oh Gott, hoffentlich springt die nicht. Ich meine, mit dieser, ich werde, also sie soll jetzt durchs Stadion fliegen und wir haben jetzt quasi den sportlichen Teil der Veranstaltung. Und den beginnen wir mit einer Symphonie des Fußballs. Bitteschön. Robin! Brilliant! Just brilliant! Und die will er selber machen! Und er macht ihn! Und er macht ihn! Robin! Und das ist auch einstudiert! Was für ein unfassbares Tor! Arjen Robin! Robin! Ja! Hier ist er, einer der besten Fußballer der Welt, Arjen Robben. Guten Abend. Hallo. Ladies and gentlemen, hi. Hallo. Servus. Hier? Du hast dein Jacket. Dankeschön. Du hast die Jacke. Arjen, herzlich willkommen. Danke. Als hätte ich noch nicht genug Wasser geschluckt. Es ist immer ein bisschen traurig, wenn sozusagen das Leid des einen die Freude des anderen ist. Wir wünschten dir natürlich, dass du heute nicht da wärst, denn wenn du morgen spielen würdest, hätte dich Van Gaal überhaupt nicht hierher gelassen. Ich bin auch überzeugt, du würdest gerne lieber morgen spielen, als jetzt hier bei mir sitzen. Aber ich danke dir trotzdem. Welches ist es? Welcher Oberschenkel? Dieser ist es. Links. Bei Ballack habe ich irgendwo die Therapie falsch angesetzt damals. Und Arjen, ich kann mir vorstellen,
wie es in dir vor sich geht. Es wäre genauso, wenn ich in der dritten Reihe sitzen würde und zuschaue, wie Michelle moderiert. So muss es dir doch gehen, wenn jetzt der FC Bayern München spielt und du würdest gerne mitspielen und kannst nicht. Nein, das tut weh und ich denke, das ist das Schwierigste. Ich liebe Fußball, ich will Fußball spielen und wenn es dann nicht geht, ja, dann ist das schwierig anzuschauen. Ja. Ja, sagt man als Spieler, wenn man schon verletzt ist, naja, ohne mich hätten sie heute gewonnen? Oder sagt man, na, sie haben nicht gewonnen, das lag daran, dass ich nicht mitspielen konnte. Wünscht man ihnen in jedem Fall den Erfolg und sagt, lieber ohne mich gewinnen, als mit mir verlieren? Ja, selbstverständlich. Ja. Ich denke, wir sind eine Mannschaft. Und ja, ich bin jeden Tag mit den Jungs und am Trainingsgelände. Und ja, man weiß, was die Jungs alle machen. Und dann hoffen wir natürlich alle, dass wir auch die Spiele gewinnen. Und natürlich will man dabei sein, aber wenn nicht, ja, da muss man versuchen, die Jungs zu unterstützen und mehr kann man nicht machen. Wir haben ja auch alle gesehen, wie Holland es leider nicht geschafft hat in letzter Minute. Viele Deutsche haben natürlich gesagt, komm, also unser Arjen, also dem gönnen wir Weltmeister zu werden. Hast du auch sozusagen die Zuneigung der Deutschen gespürt im Endspiel? Oder? Ja, es war fast Holland-Deutschland, aber ja. Am Ende hat es nicht geklappt. Und vielleicht... deswegen haben wir auch nicht die Weltmeisterschaft gewonnen, weil ich bin sicher, dass wir Deutschland geschlagen hätten. Ja, 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 ja. Mach die, alle lieben dich, mach die nicht gleich wieder unbeliebt. Wir haben vorher schon darüber gesprochen, Russell Brand, ihr junger Verlobter, er ist ein Soccer-Fan. Du bringst ihm ein Autogramm von Arjen Robben mit. Das ist ein hübsches Geschenk. Nun haben wir noch ein Geschenk, ja, wir haben noch ein Geschenk für dich, Michelle. Ja. Sie spricht ja alle Sprachen dieser Welt, aber Holländisch habe ich gedacht, das kriegt sie nicht hin. Sie kann ihm was in seiner eigenen Sprache erzählen. Ich bin so glücklich, dass ihr hier bin. Ich habe gehört, dass Baden bei Groningen liegt. Und wisst ihr, dass mein Opa von Groningen ist? Und als wir da waren, dann haben wir altijd dit Lied gesungen. Ken je dat Guus kom naar huis? Als we een feest maken, dan heet de hele familie zo. Guus kom naar huis, want de koeien staan te springen. Ken je dat? Nee. De varken. Nee, goed, oké. Also. Wir haben bayerische, ja, wir haben schon genug Folklore heute drin gehabt. Sag mal, wenn wir nachher unsere Maß kriegen, darfst du Bier trinken? Ich meine, wenn man so jetzt in dieser Krankenphase ist, dann musst du Wasser trinken. Was sagt Herr van Gaal? Herr Gaal ist ein sehr strenger Trainer. Normalerweise schon, ja. Christine, komm her. Hast du? Au. Tschüss. Na, pass auf. Ab jetzt kannst du mit mir machen, was du willst. Das ist ein Angebot. Und Thea bestürzt sich vom 10 Meter schon. Im Gegensatz zu dir habe ich nicht die passende Unterwäsche angehabt. Aber sag mal, die Frage ist ja natürlich... Also, Nein, das wäre doch aufgegangen wie ein Fallschirm. Dann hätte es mir alles nach oben geblasen. Aber du wärst sicher gelandet. Mit Sicherheit. Man kann nicht alles wie? Haben. Nein, du kannst machen mit mir, was du willst. What are you going to wear on the flying fox? Was trägst du denn dann im Flying Fox? Ja, ich glaube, so ein Raketenanzug, also, weil ich glaube, da geht es wirklich ab. Raketenanzug. Ja. Also, mit Flügeln. Ja, nein, Christine, ich habe dir vergeben. Ich mache alles. Ich habe während des Fluges gedacht, springen. Die Frau hat recht. Aber wir machen es so. Katie, you're gonna wear the dirndl. You are out of the Flying Fox. Thank you ja, so much. Super, das ist okay. Toll. Vielen Dank. You have to thank the poor Christine. Christine, aber ich würde sagen... Du kannst der Christine für den Flug ja den Bürzel leihen. Maybe she gets a Bürzel for the flight. Aber wir haben für sie auch was. Aber da wird dann nicht mehr. Da wird nicht mehr. Nein. Da fliegst du. Unterwäsche hin oder her. Und wie ich fliege. Gut. Sowas muss ja auch nicht sein, mein Gott. Muss man sich dann auch. Aber es war was Schönes. Ich wäre nie in meinem Leben. So ein Scheiß kann man nur live im Fernsehen machen. Wie war's? Du. Hart aufgekommen? Für die nächste Show gehen wir den Zehner an. Das haben wir Justin gehört. Bieber und ich auf dem Zehner. Nee. Aber das ist, es ist herrlich, dieses Gefühl zu fliegen, wirst du heute noch kennenlernen. Gut. Ich so und du so. Jetzt, Arjen. Bist du schon mal vom 10-Meter-Bett gesprungen? Jede Woche wahrscheinlich, oder? Na, ich war ein bisschen enttäuscht. Ich hätte die 10 Meter erwartet von dir. Ja. Wir alle. Freilich, ja. Mach mich mal fertig. Auf dem Praktikanten. Wir haben eine Wette für Arjen.
Das ist, geht in Richtung Holländisch, das Ganze. Es ist eine nämlich eine Art, sich zu verständigen, die nicht normal ist. Eine ganz andere Art von Kommunikation. Ja. Er hat nichts mit der Stimme zu tun. Was hältst du davon, dass du es auf Deutsch liest und ich übersetze das auf Holländisch? Also, ich dolmetsche. Franz Beierhof, da bin Franz ich gespannt. Beierhof? Franz Beierhof wettet, dass er Manuel Jokisch jeden beliebigen Satz nur mit Hilfe von Geräuschen, die mit dem Genick, der Achse, der Kniekehle und der Hand erzeugt werden, übermitteln kann. Er muss 3 aus 4 richtig erkennen. Katie. Mittermeier übersetzt ihr in Englisch, aber sie hört es ja. Also, hier sind offensichtlich Menschen, wir hatten das ja mal, als die Sister Sisters da waren, hatten wir diese Brustmuskelwetten. Die sind ja dann mit Sister Sisters auf Tour gegangen, beziehungsweise haben ein Video mit denen gemacht. Jetzt sind 2 Herren der Meinung, sie könnten sich mit Hilfe von Geräuschen verständigen, die sie mit dem Genick, der Achsel, der Kniekehle und der Hand erzeugen. Wie weit man mit dem Genick überhaupt Geräusche erzeugen kann, wage ich zu bezweifeln. Die beiden werden es versuchen. Hier sind Franz Beierhof und Manuel Jokic. Hallo. Hi. Oh, kein Problem. Sofort kaputt gemacht. Hallo. Hallo. So, wir haben, meine Herren, im Ausspielen der Wetten heute sehr unterschiedliche Leistungen erlebt. Jetzt bin ich mal gespannt, was ihr abliefert. Ich habe das schon bereits versucht zu schildern. Ich habe auch diese Wette noch nicht gesehen, weil ich einfach für heute im Grunde gespannt bleiben wollte. Ich bin höchst gespannt. Könntest du, ohne was zu verraten, schon mal ein Geräusch mit dem Genick machen, damit sich Arjen vorstellen kann? Er macht das. Ich mache die Geräusche. Er ist der Mann, der es erkennt. Also, ja, genau. Kannst du ein Genickgeräusch anbieten? Dann müsste er das Hemd ausziehen. Nein, es geht schon so. Ach so. Geht das so? Ja. Okay. Oh! Und es ist nicht der Knochen. Also ein eindeutiges Geräusch war es. Das heißt, Arjen weiß, es ist möglich. Wir sollten erst zu dem T-Shirt kommen. Darf ich annehmen, du kommst aus dem Allgäu? Genau, ich komme aus dem Allgäu, aus dem Ostallgäu, aus Markt Oberdorf. Du auch? Ich auch. Ja. Also 2 junge Herren aus dem Ostallgäu. Und sind die Nächte im Ostallgäu so lang, dass man auf solche Ideen kommt? Oder wie kamt ihr darauf, Städte zu erkennen durch Körpergeräusche? Ne, also die Wette, die ist mir nicht im Ostallgäu eingefallen, sondern in Köln, also eine kleine Ecke davon entfernt. Damals war ich mit 2 Spätzl auf dem Roadtrip nach Köln und nach einer ziemlich langen, deftigen Nacht haben wir uns überlegt, was machen wir. Dann sind wir in ein Heimbad spaziert und unter der Dusche in dem Heimbad eben ist mir dann die Idee gekommen. Ja. Ich habe noch nie gemerkt, dass ich Genickgeräusche machen kann. Ist bei dir irgendwas anatomisch? Nein, also ich fühle mich ganz gut. Also. Bestin, es ist Wahnsinn. So, also, Arjen, diese beiden jungen Herren verständigen sich mittels Geräuschen. Ich werde ihnen Sätze, die sie noch nie gesehen haben, vorlegen. Aber es hat jetzt nichts mit Comics zu tun, sondern ihr könnt das in jeder Sprache der Welt, quasi mit jedem Satz dieser Welt. Rein theoretisch, ja. Also das mit den Comics, das ist schon eine nette Sache. Haben wir vorher noch nie groß geprobt, aber... Es müssen Sätze sein, die einen gewissen Sinn haben. Genau, das wäre ganz gut. Ja. Gut, okay, dann werden wir sehen. Kurz ins Publikum, weil Sie haben einen Freund mit dabei, der ein schönes Erlebnis hatte mit Ihnen. Ich komme gleich zurück. Dann meldest du dich mit dem Freund und ich frage Arjen. Ist es möglich, ja oder nein? Können Sie diese Geräusche bzw. sich anhand von Geräuschen verständigen? Aber kann jedes Satz sein, oder? Jeder Satz. Jeder Satz, ja. Ich geb Ihnen den Satz. Und den müssen Sie quasi, er muss ihn vorlesen mit Geräuschen. Nein. Aha. Der kritische also Holländer sagt nein. Er ist natürlich jetzt auch ein bisschen durch das Schicksal der Christine gewarnt. Wir haben aber nichts, was dir körperlich schaden würde. Wir wünschen natürlich, dass du so schnell wie möglich gesund bist und würden dich nicht so wie Christine in Sturzgefahr bringen oder Absturzgefahr oder ähnliches. Ich glaube, das ist für dich noch schwieriger. Wenn du deine Wette verlierst, musst du den Rest der Mannschaft hier im Trikot der deutschen Nationalmannschaft sitzen. Den Rest der Sendung meine ich natürlich. Also für einen Holländer. Sehr gut. So. Und du sagst aber, sie schaffen es nicht. Ich schaffe es nicht, nein. Okay, wenn sie schaffen, können wir das schon mal, welche Trikotgröße hast du? Large wahrscheinlich. Nicht X-Large, aber Large. Large, Medium, Large, ja. Medium, Large schaffen wir. So,
Michelle, bist du angekommen beim Freund? Ja, ja. Ich sitze hier bei Thomas Baumhauer. Baumhauer, aber deine Kollegen nennen dich Baum, oder? Ja, ich spitze. Ja, ihr seid zusammen in der Wege gewesen, ja. Und du hattest ein spezielles Erlebnis, ja, habe ich gehört. Also, sie haben uns vorher nichts gesagt von der Wette. Und ich komme eines Abends nach Hause und laufe am Zimmer von Manuel vorbei und höre da sehr seltsame Geräusche raus. Ja. Und dann bin ich einfach ohne anklopfen eintreten und sehe dann die beiden ihn in voller Kampfmontur, also nur in Unterwäsche, den Manuel davor sitzend auf dem Stuhl mit verbundenen Augen. Ja, und habe mir dann wirklich gedacht, hättest du mal besser angeklopft wahrscheinlich. Ja. Und das alles, das führt nur zu Wetten, das? Gut abbauen. Danke, Thomas. So. Dann würde ich jetzt einfach in diesen Comic-Heften mich mal umschauen, um dann zu sehen, was biete ich an. Das Ganze funktioniert natürlich nur dann, wenn du nicht siehst. Michelle, sei so lieb und bring die beiden Herren vielleicht mal in die Position. Wir konzentrieren uns auf die Wette, also wenn wir nachher irgendwelche Oberlehrer, Freundinnen oder Allgäuer grüßen wollen. Brille ist, glaube ich, meine. Ja, falls Gar nicht, dass du weitsichtig bist. Ich bin nicht weitsichtig, aber bei so wichtigen Wetten möchte ich nicht es verballern, indem ich den Satz nicht finde. So, also ich gucke jetzt mal, was wir hier an Material haben. Bist du bereit? Du musst dich noch ausziehen. Also das ist die Position jetzt. Thomas? Ja. Wow. Ja, wir sind bereit, Thomas. Also sobald du einen Satz gefunden hast, dann können wir loslegen. Okay, gut. Ich habe hier hänge ich ihn hin. Ja, so. Du hängst es jetzt also, da auf. Machen wir einen, das ist also früher galt das ja als Kultur. Ja. Du darfst den Satz lesen. Und natürlich. Wir alle haben uns mit Fix und Foxy gebildet. So. Welcher ist der Satz? Also, ich gucke nochmal. Ja, ein ganz schlichter. Du darfst ihn natürlich jetzt, aber nicht laut vorlesen, sondern dir dieser. Okay? Ja. Habt ihr ihn? Gut. Dann sage ich, kann ich starten? Ja. Top. Die Wette gilt. Das in der Mitte müsste ich nochmal machen. Lass es uns nochmal machen. Bei was? Was? Ja, noch einmal. Nach dem ersten Wort. Also ich habe jetzt Das fängt heiter an. Woo! Das war's! Yeah! Super! Es ist ja unglaublich! Thomas! Du bist ganz auf die Sätze konzentriert. Hast du das gesehen? Ja, natürlich habe ich das. Das ist ja unglaublich. Da muss man sich wirklich fragen, was für... Ist das ein ABC eigentlich? Oder wie funktioniert das? Ein Morse-ABC? Noch nicht, er darf es ja noch nicht erklären. Ah, ich bin hier sozusagen nur auf der Suche nach... Du siehst aber süß aus mit deiner Brille, du. Ja, ich versuche schon dauernd so zu stehen, dass mich keiner fotografieren kann. Dabei den nächsten, wenn es wieder um irgendwie die Augenkrankheiten der Deutschen geht, weiß ich schon, welches Foto sie nehmen. So, also. Der nächste Satz. Genau, ich gucke jetzt mal drei hier. Drei aus vier. Genau. Und einen hier haben wir. Ich fasse dich mal an, damit suche, du siehst, also damit du fühlst, dass wir alle einen, hier sind. Einen Satz, der in irgendeiner Form Sinn macht. Ich
weiß, du fühlst dich ein bisschen ausgeschlossen mit deiner Brille, aber... Das ist furchtbar, also. Ein schreckliches Schicksal. So. Du sagst, wenn ich... Ob der Satz... Ist der... Wäre der okay? Ja. Ja? Gut. Also... Weil Sie können zwar, also Namen können Sie nicht, also beziehungsweise ist ja klar, also verstehst du. Thomas, ich glaube, Sie können es so nicht. Könntest du nicht so lesen? Doch, das wäre ja hier. Okay. Ja, groß genug? Nee, warte mal, wo ist mein Finger? Ach so. Ja gut, mir. Dieser hier. Der da, den haben wir. Ist der auch hier für dich? Sie haben einen anderen gezeigt. Ja, welchen wollen wir? Was hat Ihr Fall gezeigt? Ich glaube, der ist okay für dich. Ja, hier, der, dieser. Kannst du ja nicht vorlesen. Überlassen Sie das. Ja, das ist nicht der. Also gut, okay, dann. Wir machen einen anderen. Das ist super. Dann nehmen wir den anderen. Den habe ich ja schon. Will sie nicht mehr runter machen. Komm, such da einen hier aus. Du kannst da von der Seite ein. Such dir einen aus. Okay, so, aber jetzt bitte nicht vorlesen. Gut, den hier will er. Habt ihr ihn? Okay. Ja, das, genau, den hier, ne? So. Der Bist da. Du bereit? Ja. Das ist nicht meine Brille, das ist die Kamera, die so verzieht hier. So. Ja. So, der Satz, den Satz haben wir jetzt gesehen. Okay. Also. Konzentration. Das ganze Heft vorgelesen, hör mal. Sagen wir, also, ich habe jetzt irgendwie gerade ein leichtes Problem mit der Akustik. Ja, sollen wir das Publikum ein bisschen leiser zu lachen? Ja, das ist ein bisschen blöd zum Bitten, weil irgendwie taugt mir das schau. Also, aber es ist halt ein bisschen schwierig zum Verstehen. Okay, also, wir dürfen das noch einmal machen. Von welchem Wort hast du... Nach dem ersten? Nee, also beim dritten weiter. Beim dritten weiter. Ich weiß nicht. Sagst auch du die beiden ersten schon mal, da sehen wir, wo du bist. Wir werden. Ja, das ist ein guter Anfang. Okay, wir werden hatte. Und ab da machst du noch mal weiter. Super. Wir werden pünktlich dort sein. Ja! 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 Vor allem! Hier. Bevor ich da wieder ewig blätter. Ist das okay? Sie lesen. Wer ist das jetzt? Ach, du bist es. Okay. Es ist aus dem großen Buch Simpson. So viel darf ich dir sagen. Okay. Bist du bereit? Moment. Okay. Scheiße. Ah, okay. Erzähl. Ich sage jetzt, ich packe meine Sachen. Ja! Okay,
Das ist scheiße, ist vorbei. Super! Hier, das ist da vorne. Und die Tasche, das habt ihr klasse gemacht. Junge, Junge, also nach mühsam gewonnenen und knapp verlorenen Wetten. Jetzt. Wir sind beim CDF, du musst dich anziehen. Okay. Ja. Das war klasse. Unglaublich. Warst du zwischendurch unsicher? Also ich meine, wie ist denn das? Das erste Wir werden, hast du verstanden? Ist es dann verlacht oder ist es sensible, sind das sensible Unterschiede? Meine, kann man einen Buchstaben jetzt, wo wir es wissen, mal vorführen? Also machen wir zum Beispiel Wir. Also wie schreibt er Wir? Soll ich das beschreiben, oder was? Nein, wie machen wir Wir? Aber dann Wort. Müsstest du das Hemd wieder ausmachen. Ja. Das Wort Wir. Schreib einfach Wir und... Soll ich das machen? Ja, machen wir. So. Geht's noch? Oder? Dann muss zum Chiropraktiker. Schreib einfach mal Wir. Also Achtung, damit wir was lernen. So, Wir. Das war das W, oder wie? Ja. Du schreibst Buchstaben. Ja. Das ist ein W. Das jetzt, das war kein W. Das war das erste. Ja, ja, klar. Erste war ein W. Also Wir war das, was du jetzt gemacht nein, hast. Nein, nein, das ist ein Fitchen oder was? W, also komm, mach W. W. Ja? W. Ja. I. Ja? Das ist wichtig, dass der... Das ist das I. Das ist das I-Pünktchen, das Pünktchen. Ja, das ist wichtig. Ja. Und das R? Ja, das... Aha. Wir. Ist M, wie geht's M? Wie lange hat der in dem Scheiß gearbeitet? Also rein an sich geübt, irgendwie so ein halbes Jahr. Halbes Jahr? Das war täglich. Das bei der Zeit super abgenommen. Also gratuliere, du kannst dein Hemd wieder anziehen. Super. Toll. Glückwunsch. Gibt es die obligatorischen Grüße ins Allgäu? Ja, die muss es geben. Also. Jetzt muss es die geben. Ja, anfangen. Ja. Also, ich grüße meine Family daheim. Tante Oma, schön, dass du auch vor der Kiste hockst. Davon gehe ich aus, dass Oma zuschaut. Dann, was mir ganz wichtig ist, den Jakob Bühlmeier aus Kaufbeuern möchte ich ganz herzlich grüßen. Ist ein super Kumpel von uns. Der hat uns saumäßig geholfen bei der ganzen Proberei und bei der Wette und so. Leider hockt der Kerl gerade in Brasilien. Aber wir haben jetzt doch noch Leitung herstellen können. Und super, dass du jetzt doch dabei bist, wenigstens. Vom Fernsehen und Jakob, komm bald wieder, bist unser bester Mann, wir brauchen dich hier. Und genau, Grüße nach Marktoberdorf in die Heimat und ganz herzlichen Dank unseren Fans, ihr wart super, schön, dass ihr dabei seid. Willst du auch noch was sagen? Ja, ich muss auch noch. Ja, ganz richtig, ganz richtig. Also, ich möchte jetzt an der Stelle herzlichstes Kaltenthaler Brauhaus grüßen in der Heimat. Unsere ganzen Fans, wo mitgekommen sind und die Leute hinten im Backstage-Raum. Weil die, da bleibt man richtig schön cool Team, mit ne? Hey. Wahnsinn, ja, wirklich. Dann danken wir euch. Ja, Entschuldigung, noch Moment, so viel Zeit muss sein. Ja, ganz schöne Grüße natürlich auch noch nach Augsburg, weil das ist mittlerweile auch meine zweite Heimat, genau. Und an die Universität Augsburg. Genau, Jungs, herzlichen Dank, eine große Wette. Super gewonnen. Danke. Herzlichen Glückwunsch. Und Dankeschön. Ciao, danke. Danke. Gut gemacht. So, Fabian. Ciao. Danke. Michael, du hast mir vorher erzählt, du hast den Mann neulich beim Physiotherapeuten getroffen. Und was seine Figur betrifft, hast du gesagt, kann sich... Ja, da muss ich noch hin. Ich muss nur trainieren, dass ich so... Aber ich will ihn auch gerne in dem Dress sehen. Es ist jetzt nicht so, dass ich Mitleid habe. Also ganz ehrlich... Wir machen jetzt die große Umzieh-Arie. Also es gibt einiges. Arie muss ich jetzt nicht auch noch ausziehen. Aber folgendes, Michelle. Du musst jetzt, damit wir das schaffen, wir senden bereits 2 Stunden, haben noch 2 vor uns, auf die Wiesen. Genau. Ich habe meine Wette verloren, geht auf die Wiesen. Und ich gebe dir Cindy aus Marzahn die Chance, nächste Wette anzusagen. Und wir hoffen, wird sie nutzen. Dann wirst du dort Musik machen? Ja, ich singe dort. Und wir sehen uns. Und ich bringe ich jemanden mit? Muss jemand mit mir mit? Wenn du jemanden findest. Nee. Du bist jetzt allein in Richtung Oktoberfest okay, unterwegs. Okay, gut. Wir sehen uns bis gleich. Später am Oktoberfest. So, okay, tschüss. Auf Wiedersehen. Katie, vielen Dank. Wir sehen uns später. You gonna go the Dirndl. Okay. Ja. So, also Michelle geht auf Oktoberfest. Katie Perry kommt im Dirndl zurück. Gibt's ein Dirndl in deiner Größe? Ich bin überzeugt. So, Katie. Gleich kommt Katie im Dirndl wieder. Nice dress. Ich freue mich, wie du flüchtest. Dankeschön. Danke, Katie. Und I mean this one. Die Christine
Das ist schon. Christine geht jetzt zur Seilbahn und jetzt gibt es kein Entkommen, Baby. Nein. Also, und wenn die Frisur oder die Unterwäsche in irgendeiner Form Probleme machen, reißt sie dir vom Körper. Also, wir sehen Sie jetzt dann im Flying Fox durchs Olympiastadion fliegen, sehen Sie nachher wieder. Du wirst sie noch, wünschen, mit mir gesprungen zu sein. Ich sag's dir. Gut, so, das ist, guck mal, das ist deine Wegstrecke. Aha. Und da geht's los, da sind die 57, die ich dir angeboten habe, ein... Ach wie, das geht über das ganze Stadion. Ja, klar. Ja, klar. Du, aber jetzt ganz ehrlich, jetzt nicht mit Unterhosen argumentieren, gell? So, jetzt, guck mal, das ist deine Flugstrecke. Es geht über das komplette Stadion drüber. Wir können dich auch ausklinken über den Mittelring, aber dann... Das hätte ich so gerne. Gut, und da geht's los. Schau, 57 sind dagegen gespuckt. Christine, komm, bevor du dir überlegst... Okay. Das war's. Dankeschön, wir sehen Sie gleich und sehen dich wieder. So. Also, ich glaube, unsere Knautsch-Wette war wieder mal der Beweis dafür, was möglich ist. Wenn auch Sie eine Wette haben, von der Sie sagen, hat es bei Wetten das noch nicht gegeben, dann bewerben Sie sich. Ja, natürlich geht das auch in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz. Hier sind die entsprechenden Adressen. Wo sind Sie? Sollte Sie eigentlich nach 30 Jahren auswendig können, aber der ORF zieht so oft um. Also, Wetten das, 55, dreimal die 1 Mainz, naja, das hatten wir auch schon besser. Dann haben wir den ORF-Zentrum, Wetten das, 1136 Wien. Und dann haben wir SF, Wetten das, Postfach 8052 Zürich. So, also das sind jeweils bitte die Adressen, an die Sie sich wenden, wenn Sie eine Wette haben. Und natürlich lohnt es sich bei uns. Wir haben diesmal gesagt... Wir werden im Sinne von Integration, Emanzipation, haben wir alles schon heute in der Sendung gehabt. Jetzt kommen wir zum Thema Umwelt. Wir haben ein wunderbares, kleines Auto, mit dem Sie ungeheuer umweltbewusst fahren. Das ist nämlich der neue Audi A1. Den können unsere Wettkönige gewinnen. Und zwar ist das ein Wagen im Kleinwagensegment, bei dem Sie aus einer Vielzahl von Ausstattungsmöglichkeiten Ihr individuelles Fahrzeug zusammenstellen können. Also, das ist die Chance für den Wettkönig. Und wir haben jetzt unseren nächsten Gast in diese Kamera. Jeder Mensch braucht im Leben feste Größen. Ich habe sie. Also zum Beispiel Fidel Castro, ich glaube, der seit 50 Jahren ist der unterwegs. Queen Elizabeth seit 100 Jahren und er seit 150 Jahren. Er schwankt, aber er fällt nicht. Woodstock, damit hat er angefangen. 1969 ist er mir ins Bewusstsein getreten und ich bin froh, dass es ihn immer noch gibt und er klingt besser denn je. Sein neues Album Hard Knocks und er hat harte Schläge im Leben wegstecken müssen, aber hier steht er wie eine Eins. Joe Cocker, Hard Knocks.
Dankeschön. I wear my jacket for you. Joe, my man. How you doing, guys? Hey, herzlich willkommen. Wir haben uns schon so oft in dieser Sendung gesehen. Thank you, ladies and gentlemen. You've been here so often, you never made it to my couch. That's true. Tonight I'm gonna take you. Good Lord. It's always something to talk about. Es ist ohnehin eine etwas einsame Herrenrunde im Moment. This is a famous German soccer player. I know, German. You know the shirt. You know Arjen Robben. Als Engländer hast du ewig im Moment natürlich am Fußball nicht so viel Freude. Sehr tapfer. Also steht dir ausgezeichnet. Bitte schön. Ja. Take a seat. Take a seat. Du kriegst auch sofort ein deutsches Mikrofon. Hast du eigentlich mitgezählt, wie oft du bei Wetten, dass warst? Is it the ninth? Das neunte Mal. Ich glaube, das neunte Mal. Ja. That's amazing. It's amazing. Austria. Das ist schon erstaunlich. Österreich. Ich würde sagen, zum Beispiel, die Zweistelligkeit schaffen wir noch. Also 10 schaffen wir. Ist es richtig, Martin? Ja, du kommst aus Minsk. Du warst heute in Minsk. Yes. Well, ja, yes, genau. Und gestern eigentlich. Mhm. Konzert gegeben? Well, actually, let me see. Yes, it was last night. Ja, genau, letzte Nacht eigentlich. Very good crowd. Und das war ein tolles Publikum. Ich bin noch nie da gewesen. Das war also ein Belarus. Also das war ein ganz tolles Publikum. Ich als einfach deine Stimme zu hören, es gibt wirklich Stimmen, die auch unverwechselbar sind. Es gibt ja unheimlich viele Sänger, die sich ähnlich anhören. Joe Cocker, es ist einfach Joe Cocker. Hast du eine Joe Cocker-CD zu Hause, Michael? Ich glaube, jeder hat eine daheim. Also eben. Das ist so, es geht über ganz viele Generationen. Das ist ja auch, ja. Das ist ja was Schönes. Also wenn man damals die Leute 60er erreicht hat und auch heute noch, eigentlich ein Wahnsinn. Finde ich toll. So, schön, dass du bei uns bist. Jetzt würden wir natürlich ein bisschen die Damen auf der Bank doch gerne haben. Ich weiß aber nicht, ob die junge Frau bereits im Dirndl ist. Wie lange braucht man, um ein Dirndl anzuziehen? Sie musste ja nicht viel ausziehen. Deswegen hoffe ich, es ging zügig. Katy Perry im Dirndl. Ist das... Ha? Ich finde es ganz toll. Du wirklich. Du gibst es nie wieder her, oder? No. Nein. You want to keep it. I feel like I should be in The Sound of Music or something like that. Ja. The high. Sein Kostüm aus The Sound of Music. Edelweiß. Ach, das kennen Sie alle. I love it though. It's pretty. Reingeboren. Also ich finde es wirklich ganz schön. Sehr hübsch. You ever been on the Oktoberfest? I've been down the Oktoberfest. Ja, ich bin da schon gewesen, yeah. Damals, vor langer Zeit. Und wenn Joe Cocker am Oktoberfest singt, die Hände zum Himmel, da, with a little help from your friends. Well, back then, the thing you had to avoid was the schnapps. Also damals musste man dem Schnaps ausweichen. Das Bier war okay, aber der Schnaps, das war gefährlich. Das ist heute noch so gefährlich. Katie, junge Menschen wie du sind eigentlich doch heute kaum noch Alkohol interessiert. Also wir haben zu früher zur Rockmusik Alkohol gehört. Also Joe hat da zumindest zwischendurch mal. Ihr seid ja heute mehr so Joghurt und was auch immer Fans. Du siehst aus, als würdest du jeden Tag im Gym sein. Ist Rockmusik heute genauso was wie Athletik? I like dance music and beer. Ich mag ja? Bier und Tanzmusik. Da bin ich sehr beruhigt. Brezel und natürlich auch Brezel mit Senf. Ja, Brezel mit Senf, das darfst du hier nicht laut sagen. Also Weißwurst mit Senf geht, aber Brezel mit Senf ist... Ich gehe auch nach der Show noch zum Oktoberfest. Dann bist du richtig angezogen und wir können ja schon mal dir einen kleinen Vorgeschmack. Hey! Ja, eine junge Dame in der ersten Reihe guckt auf die Uhr und sagt, wenn die fertig sind, ist längst geschlossen. Das müssen wir ja nicht sagen. Also... Jetzt haben wir aber ein bisschen Vorgeschmack vom Oktoberfest. Now we can celebrate. Also alle Musiker haben ja heute Computer backstage. Sie trinken einfach nichts mehr. Und dann nehmen sie Bienenpollen ein. Ja, die Zeiten, so sind die Zeiten inzwischen. Jetzt gibt es keinen Bienenpollen. Jetzt gibt es eine Vorspeise für Katie, was das Oktoberfest betrifft. Meine Frage, hat es der Kollege von Michael Mittermeier, Bühlenzählern, geschafft? Eine Oktoberfest-Brotzeit und vor allem hat er uns ein Bier mitgebracht. Joe Cocker, we're gonna drink alcohol free. You know, we are the
Yes, those days are gone. Ja, die alten Tage sind nicht mehr. Ihr beide dürft. Alkohol. Also, hier ist Bülent mit hoffentlich einer Oktoberfest-Brotzeit. Verdient haben wir sie uns. Ist er da? Die Musik stimmt bereits. Wo ist alkoholfrei? Aber alkoholfrei ist auch? Ja. Ja, alkoholfrei, alkoholfrei. Ja. Ich nehm. Also. It's so heavy. Das ist so schwer. Lemon Bier. I know. Und das weiß ich. Und Bülent. Und wehe, es ist ein Haar in der Brotzeit. Ja, ich hab drauf geachtet. Das ist also, alles. Prost, Bülent. Also. Prost, Joe. Prost. There's no booze in this. There's no booze in this, I swear. Also, das ist kein Alkohol drin. Seid ihr echte Oktoberfest? Habt ihr euch damit einkassiert? Seid so nett, dass wir wenigstens eine Maß pro Reihe durchgeben, sonst wir drehen uns die durch da hinten. Seid sicher. Genau. Hoppala, okay. Also, Bülent serviert auch. So, also bitteschön. Ein Bier, oh, zehn, okay. Mit 10 Strohhalme. So, also, Prost. Oh, da ist schon hier die große Verbrüderung. Ja. So, Prost. Also, gut, komm. So. Das ist. I don't really care for my lemon beer. Oh, ich mag mein Zitronenbier doch nicht so ganz. You should have taken a real one. Jetzt schmeckt sie ja nicht, so sind sie. Jetzt will sie ja Zitronenbier nicht haben. You can wash the dishes with this. Wie war's? Es war der Hammer, aber die haben mir echt an den Arsch gegriffen. Das war. Haben ja? Du erlebst ja ein bisschen was. So, bitte setzt euch hin, denn jetzt machen wir Show-Performance. Entspannt mit einem Bier in der Hand. Du schaust wirklich gut werden aus. Werden wir jetzt Christine Neubauer. Hoffentlich am Karabiner oder kurz vor dem Karabiner sehen. Gibt es noch einen Monitor hier oder ist der auch schon auf Oktoberfest? Ach, da oben. Ach, da hier haben wir ihn, ja, genau. So, also, da wäre jetzt, da steht jetzt der Oberste drauf. Moment. Oh no, oh yes. She did that for you. Das macht sie jetzt für mich. Okay. Oh, da ist schon ein bisschen, so kann man Angst nicht spielen. Ja. Christine vielleicht. So. Noch, das sind höchst. Jetzt ist sie ungefähr die 57 hoch, die sie mit mir hätte springen sollen. Also sie winkt noch. Ja. Das wird dir noch vergehen, die Winkerei. Seht ihr mich? Na, freilich sehen wir dich. Noch. Noch. So. Also sie muss jetzt gleich, Frau Intendantin, teilt Bier aus, das ist nett. Prost, Prost. So, jetzt, also. Jetzt kommt sie gleich an der Dachrinne an. Oh. Okay. Das war ganz schön hoch. Ja. Aber schau. 40 Meter bin ich jetzt. 40? Nein. 40 Meter. Ja. 57 jetzt da haben können. Ja. So. Aber ohne Unterhose. Ja. Es gibt Momente, in denen man sich entscheiden muss. Ja. 40 mit oder 7 ohne? So. Ein würdiger Ersatz. Nein, das ist tapfer. Also ich sage dir, ich habe gedacht, hoffentlich springt sie nicht, dann jage ich sie aufs Dach. Und Katie, this would have been your... Thank you so much. Danke, vielen Dank, wirklich. Du bist mit deinem Dirndl gut weggekommen. Wir machen aber am Ende der Sendung, wie es im Fußball übrig ist, Trikottausch, Arjen und Harry. We're gonna change the shirts. It's like a German thing. Okay. Ja, ihr auch, ihr beiden da drüben. So, Christine ist inzwischen bei 80 Meter angekommen. Die richtig beiden, langer Weg. Ja, ich weiß, die beiden Herren sind ausgebildete Sherpas. Ja. Das Lama musste unten bleiben, es hat gekotzt bei der Probe. Das Lama bin ich. Okay. So, jetzt. Oh, jetzt. Zu zweit. Ja, nein. Die Luft wird dünner. Oh. Aber da ich ja so froh bin, dass du heute lebend wieder rausgekommen bist aus dem Wasser, ist es ja... Sag ganz ehrlich, als Freund, wie war die Haltungsnote? Hat es mir ein bisschen verzogen, oder?
Na, ich war wirklich der Meinung, sie hat einmal so, aber du bist sehr straight vor, das muss ich sagen, Respekt. Das war so richtig so, ach mein Gott, 30 Jahre. Ach mein Gott, ist ja nur Fernsehen. Scheiß drauf, ist ja nur. So, jetzt ist sie angekommen im sogenannten Käfig des Todes. Da wird sie. Okay, da ist nach vorne eine Tür, die geht nur auf und nicht zu. Du siehst immer noch hübsch aus. Also mit dieser Kamera würde man bei mir nur Nase sehen, aber. Das ist die, hallo. Das ist die. So. Ja, das Einhorn. Vergesst bitte nicht das. So. So. Okay. Oh oh. Oh oh. Das ist ja schon hoch, gell? Ich weiß. Das ist richtig hoch. Ich möchte da nicht hin. Ist alles relativ. Oh oh. Oh oh. Wo halten die ein? Christina, also kein Mensch wird jemals sagen, du hast dich nicht zu springen getraut. Hört auf mit dem Geflirte da drüben. So. Was? Habt ihr, guckt mal, ob der Haken zu ist. Okay. Und von da weg, da stelle ich ihn von da weg, oder wie? Auf die vordere Stufe, Moment. Und springen, oder wie? Springen war vorher, jetzt fahren, jetzt fliegen. Okay. Oh Gott. Oje. 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 Also jetzt. Also jetzt, geh mal. Eins, vor mal. Zwei. Nimm die Finger vom Haken. Wow. Hilfe. Wo? Nein, 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 nein. Lass, mach bitte jetzt nichts. Nein. Noch, was ist jetzt los? Na, tun, macht nichts. Du solltest auf der anderen Seite ankommen. Bist du schon da? Ich bin schon da. Hak dich nicht aus jetzt. Nein. Fass nichts an. Halt beide Hände nach außen. Ach Gott, die ziehen da. Oh. Ah, ja, ja. Hilfe. Okay. Hey. Ah. Hey. So. Stay another. Vertigo. Vertigo. Christine, ja. Komm wieder zu uns. Alle haben dir vergeben. Wir sind so froh, dass du nicht diesen läppischen 57-Sprung gemacht hast. Sonst wäre uns dieser Stunt... Ja. Guck mal, hier, die wirft sich geradezu ins Nichts. Ich auch. Frauen am Rande des Wahnsinns. Man glaubt es ja nicht. Guck dir das an. So. Ich komme jetzt gleich rüber wieder. Ich bitte dich darum. Und wir haben eine Frau, an der du deine Freude haben wirst. Die macht nämlich sowas auch beruflich. Allerdings weiß man auch nie recht, ist es Stunt, ist es Zukunft. Sie hat in Filmen mitgespielt, die so richtig Kult geworden sind. Fünftes Element beispielsweise und Resident Evil ist ja bereits jetzt in der vierten Fortsetzung. Und es ist die Spitzenposition sowohl in Amerika als auch in Deutschland gewesen. Nebenbei ist sie als Models auf allen großen Magazinen der Welt zu sehen. Hier ist sie und wir freuen uns, dass sie da ist. Mila Jovovich. So nice to have you. Aha. Hello. Joe Cocker. Amazing. Ian. What's up? Robin. Hi. You beauty. You beauty. Katie. Ja. What's up, Aaron Light? Michael. Yes. Aaron Light, man, did my hair. There's another beauty. But we did not a movie to together called Dirty Girl. Oh, awesome. Hi. Wieso kriegt ihr einen Kuss? Hello. Hi. Yeah, huh? Nice, man. This is, Katie this is... and I. Katie und ich haben nämlich einen gemeinsamen Freund. Erzähl. This is for you. Aaron Lay, what's Aaron up? Aaron Lay. Twitter. Ja. Bei Twitter. Hm? Da gibt es Geheimnisse. Von denen. Ach so. Your hair. And your hair is better than mine tonight. But I have to tell you, I don't know what the deal was tonight, aber ich wusste gar nicht, worauf ich mich eingelassen hatte. Also ich hätte den Sprung machen können. Also das hat mir total viel Spaß gemacht. Wir können die Maschine gleich nochmal. You can do it twice per evening. Wie? Aber, ach so, den da. Den da. Nein, ich glaube. She can borrow my diamond bikini.
Sie könnte aber auch ein Diamanten-Bikini dabei tragen. Aber ich glaube, da gibt es, glaube ich, Ärger mit deiner Filmversicherung. Du machst gerade einen Film in Deutschland und da wird ja auch gefochten und gekämpft. Und wenn du uns da ins Wasser fällst, kriegen wir Ärger mit deinen Movie-Lawyers. Ach, schon fliegt er dahin, ich mag die. Aus, Schluss und weg. Liebe ist vorbei. Du drehst gerade in Europa, in Deutschland. Die drei Musketiere, ja, genau. Macht Spaß. Glaubst du, dass junge Männer, ihr beiden jungen Frauen, ich meine, früher die Kavaliere, die gefochten haben für Frauen, sind das Zeiten, nach denen man sich manchmal zurücksehnt? What? In early days, the guys were fighting for the girls. The musketeers were always fighting for some damsel in distress. Is I'm das... not a damsel in distress. I know, oh, ich bin noch keine Dame in Not, no, bitte. And you know what I think is amazing about und was absolut irre ist, ja, meine Dame, die Lady de Winter, da habe ich auch nochmal drüber nachgedacht. Und ich dachte mir, das ist eine der ersten Frauen, 17. Jahrhundert Europa. Und das ist wirklich eine starke Frau. Und die lebt in der Welt der Männer. Und heute sagen die Frauen, ach ja, das sind Frauen, die knacken den Männern die Eier. Aber das war mal eine Frau, die war Spionin, die war eine Kämpferin, die lebte in der Welt der Männer. Und der gehörte diese Welt. Und ich glaube, das war eine unglaubliche Frau, weil sie eine der ersten wirklich starken Frauen in der Welt war. Wir haben ein Foto, wo wir dich sehen, gemeinsam mit deinem Kollegen Orlando Bloom, den wir eigentlich, sag mal hier, die Madame de Winter in dem wunderbaren Kostüm, da oben ist sie. Ah, das ist natürlich traumhaft. Sag mal, da ist sie. Und leider ist uns der Kollege Blum verloren gegangen. Er hat gestern angerufen, er musste irgendwie nachdrehen. Well, his wife Miranda is ach, seine Frau Miranda bekommt doch das Baby. Die ist schwanger. Und die wollten noch Zeit miteinander verbringen. Das sehen wir ein. Also alle Orlando Blum-Fans, tut uns leid. Er hat uns fest versprochen, aber Baby dazwischen gekommen. Michael weiß, wie das ist. Vorsicht, Baby. Ja, Frauen und Kinder sind völlig, das Wichtigste. Völlig richtig. Dein Mann ist Gott sei Dank auch in München, weil er an dem Film mitwirkt. Mein Mann ist backstage right now. Aha. Mein Mann ist hinten, hinter der Bühne. Und Sie wissen, Frauen und Kinder sind doch das Wichtigste für die Männer. Meine Frau ist auch da. Wir sind also Friends and Family heute Abend. Arjens Frau ist auch da. Michael, dein ist auch da. Und du bist ja eh so ein bisschen in der Mitte. Also du bist hier selber. Is your husband here too? Ist dein Mann heute auch da? He is my husband. Ach so, ja. Wow. Eine türkisch-bayerische Hochzeit geht nur ab, oder? Fürs Happy End. We're a modern family. Wir sind eine moderne Familie. Patchwork-Familie. Ah. Schon gut. Ihr dreht ja hier in Schloss Schleißheim, wunderbar. Wie ist das in Amerika? Müsst ihr das alles sehr mühsam aufbauen und es ist Dekoration. Hier, it's all real. Do you like that? It's been unbelievable. The locations, das war wirklich unglaublich. Also die Locations, die wir da gesehen haben, die sind unglaublich. Auch wenn wir in Frankreich gefilmt hätten. Ja, da kann man einfach nirgendwo hin, wo man hier diese Größe hinkriegt. Ja, bei Versailles, da muss man immer noch ein Stück zurückgehen. Und dann sieht man das rote Licht und die Stadt. Irgendwie sieht man das doch. Und hier bekommt man das Ganze in voller Größe. Man kann einen Schritt zurück machen, man sieht das Schloss und man bekommt dann wirklich epische Bilder. Wir waren da am Chiemsee. Heinz Winkler, ja, super Hotel, 5 Sterne Michelin, müssen Sie hin, ja, einfach unglaublich. Und diese Locations, die sind einfach so wunderschön. Dieses Schloss über dem See, am Chiemsee, da macht man einen Schritt zurück und dann sieht man wirklich das ganze Schloss. Und das würde man in Frankreich nie hinbekommen, weil da immer Autos vorherfahren und so weiter. Ja, wie könnte man im Louvre noch einen Schritt zurück machen? Ja, da wären die Autos, die dann sofort ins Bild kommen. Das ist ja die romantische Phase. Du hast natürlich auch ganz andere Filme gemacht. Also Resident Evil ist ja in Deutschland gerade in den Kinos ganz vorne in den Charts. Was ist das für ein Unterschied, wenn man so einen romantischen Film macht mit wunderbaren Kostümen und dann so einen Future-Fantasy-Film wie Resident Evil? Wo fühlst du dich da wohl? Du bist dann eine gute Schauspielerin, aber in Resident Evil ist ja eigentlich im Grunde mehr Stunt und mehr Action als Schauspielerei gefragt. Ach, ich versuche, da ein Gleichgewicht hinzukriegen. Da kommt doch ein Film raus, Stone, auch mit Robert De Niro, und das ist wirklich ein psychologisches Drama, sehr existenziell. Und gleichzeitig brauche ich aber auch Filme,
bei denen es um die Dinge geht, die mir am Herzen liegen. Also zum Beispiel Martial Arts, Action, das mag ich. Das habe ich seit über 10 Jahren gemacht. Und huge success, ja. Let's have a look, okay? Das war mein Kindheitstraum. Das wollte ich immer machen. Ich wollte immer ein Ninja sein. Guck mal ganz kurz rein. Also hier ist sie in Resident Evil, damit also die ZDF-Zuschauer, die nicht alle 4 Folgen gesehen haben, eventuell einen Eindruck kriegen, das ist Miller, Resident Evil. Ich heiße Alice. Vor 5 Jahren brach ein Virus aus und alle sind gestorben. Welch nette Überraschung. Die fühlen sich sicher. Irrtum. Jungs, behandelt man so eine Lady? Mila Jovovich im Resident Evil. So, jetzt kommt deine Wette, Mila. Das sind alles wunderbare Stunts, aber unsere Stunts sind natürlich noch von einer anderen Qualität. Jetzt wirst du einen jungen Mann kennen, der leistet etwas, was du wahrscheinlich weder von deinen Musketieren noch selber hinkriegen würdest. Wir werden ihn gleich vorstellen. Nachdem Michelle ja bereits unterwegs zum Oktoberfest ist, habe ich Praktikantin Cindy mal gebeten, wie sie sich eine Wettvorstellung vorstellen würde. Sie stellt unsere nächsten Kandidaten vor, Stefan Rodefeld. Bitte schön, Cindy. Also ich habe die nächste Wette für euch. Passt auf. Stefan Rodefeld, so heißt der, der wettet. Stefan Rodefeld wettet, dass er es schafft, mit seinem Alphorn, dass er senkrecht auf seinem Mund balanciert, ein Lied zu spielen. Er hat hierfür 1 Minute Zeit. Bei dem Lied handelt es sich um "In München steht ein Hofbräuhaus". Gott, ist der bekloppt. Lieber Thomas, denk immer dran, wenn du mich rufst, ich komme. Mach mich zu deiner Michelle. Ah, wer kann solchen Frauen widerstehen? Aber ich bin beruflich hier und präsentiere Stefan Rodefeld. Stefan, herzlich hallo. Willkommen. Herzlich willkommen, hallo. So, hier ist deine Fanrunde. Milla, hier ist dein Mann. Nun habe ich immer gedacht, man muss irgendwie einen Schweizer Pass haben, überhaupt einen Alphorn in die Hand nehmen zu dürfen. Aber das scheint nicht so zu sein, denn du bist kein Schweizer. Wo kommst du her? Nein, ich bin waschechter Niedersachse. Und wie entdeckt ein Niedersachse seine Liebe fürs Alphorn? Ja, ich habe also immer schon Instrumente sehr gerne gemocht und ich hatte halt ein sehr kleines Zimmer, das aber sehr hoch war. Und, nein, Quatsch. Ich habe irgendwann mal jemanden gesehen, der so ein Ding gebaut hat. Und dann bin ich eigentlich erstmal über das Handwerkliche drangegangen und habe gesagt, wow, toll, das aus und so. Und dann habe ich, weil ich auch selber gerne Musik mache, mal reingeblasen und festgestellt, dass das Alphorn ein ganz tolles Instrument ist. Das heißt, du musizierst allen Ernstes mit diesem Alphorn. Macht man sich in Niedersachsen nicht lächerlich, wenn also abend die Alphorntöne durchs Tal gellen? Ja, wir haben ja zwar das Wiengebirge nebenan, aber es ist, wie du sicherlich auch weißt, kein Gebirge in dem Sinne mit 150 Metern, sondern hat ein Mann mit Alphorn in der Hand Gebirge sagt. Also wir rocken das. Ihr rockt das? Ja. So, das heißt, du könntest, wozu wir die Zeit nicht haben, jetzt hier auch eine Symphonie spielen, aber Miller, hier ist die Wette. Du behauptest allen Ernstes, dass du dir dieses Alphorn mehr oder weniger balancemäßig auf den Mund stellst, ja, was an und für sich eine Übung ist. No, this man is amazing. Dieser Mann ist irre, der kriegt das hin. He's gonna do it. Der macht das. Don't make him nervous. Bevor sie zum Resident Evil wird, gebe ich alles. This guy's gonna do it. I know it. Ich weiß, der kann das. Und ich habe auch ja alles von ihm gehört und jeder spricht von dem Menschen. A long horn. It's all gonna. It's a long horn, but you know what? Ja, ich weiß, dass es ein verdammt langes Horn ist. Aber er ist auch ein starker Mann. I give my best. Und er hat das geübt. Er hat I do my very best. Hier ist the challenge. Du sagst, er kann es. You say yes, he can. Oh. Yes, he can. Yes. Hello. So. Yes. Sag mal, ja, aber klar. Gut. Wir. Come on, people. Come on, people. Los, klatschen. Ja, klar kann er das. Aber auch du brauchst deine Challenge. Wir wissen ja, du kommst aus Europa.
Papa war aus Montenegro, du bist mit 5 Jahren schon nach Amerika gegangen, aber du kannst doch ein bisschen was von einem deutschen Kinderlied. Wenn du deine Wette verlierst, wollen wir von dir das deutsche Kinderlied hören. Welches, wie heißt das Kinderlied? I'm more than happy. You know what? Even if he loses, absolut, I'll auch wenn er verliert, sing ich das. Oh, ich glaube einfach. Wie heißt das Lied? What's the name of the song? I trust 100%. Ich vertraue 100%. Absolut. Kann sie da bleiben? Ist es okay? Ja, du, nicht, dass du dann das Alphorn zitterst wegen ja, Miller. Ja, ich bin gerade überlegt. Ja, doch, von mir okay, aus. Wir gehen ein bisschen. Okay, so. Dann bist du soweit? I can sit on ja, ich muss nur gerade meine Lippen noch warm machen. Darf ich meine Lippen gerade noch warm machen, bitte? Bitte mach die Lippen warm. Denn er wird also nicht gut, dass das Michelle nicht erleben muss, dass der Alphornbläser mit Mannekes übt. Mannekes. So. Möchtest du noch die Verwandtschaft vorher? Nee, du konzentrierst dich voll. Okay, habe ich auch noch Zeit. Und welches herrliche Lied spielst du? In München steht ein... Ein anderes kommt gar nicht in Frage. Okay, er geht es an. Du gibst mir das Kommando, wenn du sagst, du bist soweit. Dann sage ich, top, die Wette gilt. 1, 2, 3, okay, four. So, now he's... So. Und er spielt. Die Zeit läuft. 1 Minute. Man erkennt grundsätzlich, worum es gemeint ist. Nachdem er die Zeit nicht hört, weil er so laut spielt, geben wir ihm einen Countdown. 45 Sekunden noch. Und noch 1/2 Minute. Dem Lied hat das nicht. Ja, doch, jetzt hat er es wieder geschafft. 15 Sekunden. Und der brave Mann. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, und. Oh, so musikalische Genialität. Ja. Also. Thank you. Ein Kuss von Miller. The man, he is rocking. So. I told you. You told me. Hab ich doch gesagt. So. Er kann das. Das wusste ich. Jawohl. Was hast du, wie heißt das Kinderlied übrigens? What is the name of the song? I have no clue. Okay, I'm gonna go back. Vergessen wir das Lied. Ja, ich kann gar kein Lied. Habe ich jetzt gerade das ist Resident Evil. Jetzt bitte Grüße. Ich grüße meinen Freund Wolfgang, der da vorne sitzt. Ich grüße meine Familie, die da vorne sitzt. Meine Familie zu Hause, die guckt. Ich grüße die blauen Funken in Neuss. Und ich grüße meinen VfL Osnabrück. Kopf hoch, Jungs, es geht weiter. Und vor allem auch die Firma Mannekes, weil da wird sich einer sehr gewundert haben heute Abend. Ach so, deswegen Mannekes. Der Chef ist verzweifelt. Schön, dass du da warst. Große Leistung. Gehen wir zusammen rüber. Dankeschön. Und du marschierst gleich mit mir rüber, denn jetzt entscheidet sich, du trägst das Schwere. So, also, dieser Mann baut sich jetzt mit seinen anderen Kollegen. Now is the big finale. Who is gonna be the Wettkönig? So, jetzt, meine Damen und Herren, jetzt trag dein Ofen vor. So, danke, jetzt bist du alleine auf dich gestellt. Also, auch Sie haben natürlich die Chance auf einen Gewinn, wenn Sie mit an der Wahl des Wettkönigs teilnehmen. Ich habe vorher schon gesagt, wir sind so ein bisschen auf Umwelt umgestiegen, was das Auto betrifft, aber auch was unseren Gewinn betrifft, den Sie sich holen können, wenn Sie bei der Wahl des Wettkönigs mitmachen. Es geht um unseren Partner SolarWorld. Da gibt es ein Angebot für Sie. Rufen Sie an, wählen Sie den Wettkönig und dann können Sie Folgendes gewinnen. Die Natur nutzt die Sonne. Und auch Sie können damit zum eigenen Stromerzeuger werden, wenn Sie einen Sun Carport von SolarWorld gewinnen. Denn unter allen Anrufern verlost das ZDF einen Sun Carport mit Solarstrommodulen oder 10.000 Euro in bar. So, das kann Ihres sein.
wenn Sie jetzt an der Wahl des Wettkönigs teilnehmen. Und das ist reserviert für unseren Wettkönig, der neue Audi A1. Wer von diesen Herren, heute nur Herren in der Auswahl, von Ihnen zu Hause zum Wettkönig gewählt wird, fährt mit diesem Auto nach Hause. Schicker Schlitten, und wir gönnen es eigentlich jedem, aber nur einer wird es sein. Wer ist es? Lange ist es her. Unser junger Freund, der gezeigt hat, dass er's kann, aber dem dann irgendwo die Kraft verlassen hat, was wir nachvollziehen können. Sprung der Lukas mit der Wette 01 371 36 10 01. Oder war es der Mario? Unsere Jubiläumswette, 30 Jahre Wetten das, 19 Jahre war es her, als ein Kandidat gescheitert ist. Er ist nicht gescheitert. 01 371 36 1002, die Klopapierwette. Franz und Manuel haben ein halbes Jahr daran gearbeitet, sich besser zu verstehen als alle anderen Freunde auf der Welt. 01 371 01 371 36 1003, die Geräusche. Und hier Manneke, 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 der Mann mit dem Alphorn. Er stand in 1, eine Minute lang, und hat in München das Hofbräuhaus zum Beben gebracht. Alphornwette 01 371 36 1004. Das ist das Angebot, das Sie zu Hause haben. Und hier sind alle Nummern für Sie noch einmal, wenn Sie sich orientieren wollen. Die Telefonnummern unserer heutigen Wettkandidaten. Es beginnt mit dem Sprung. Haben wir sie nochmal? Auswendig kann ich sie nicht. Jawohl, hier sind sie. Sprung 01 371 36 100. Und dann jeweils die 1 für den Sprung, die 2 fürs Klopapier, die 3 für die Geräusche und die 4 für das Alphorn. Das dauert immer ein paar Minuten, bis der Wettkönig feststeht und Ihre Anrufe gezählt sind. Die werden wir heute aber höchst sinnvoll verbringen, indem wir sehen, ob es Michelle, wie verlangt, gelungen ist, das Oktoberfest sozusagen unter ihre Schweizer strenge Knute zu bringen. Sie hat dort so ein Dirigierstäbchen hoffentlich, und wir wünschen uns jetzt von ihr die Hände zum Himmel. Michelles Wetteinlösung auf dem 200. Oktoberfest in München. Michelle, bist du da? Ich bin hier, wir sind hier aus Oktoberfest live, und hier ist eine super Stimmung. Ich habe schon geprobt, wir können gleich loslegen, und hier sind alle sehr gut drauf, wie du siehst. Ja. Also ich würde sofort anfangen. Zeig. Die Kapelle, seid ihr alle bereit? Seid ihr gut drauf? Hände zum Himmel! Deine bitte. Auch, damit wir Dirndl sehen. So. So. That's the Oktoberfest. Gewonnen, Michelle. Überzeugt. So. Ausgezeichnet. Du hast auch noch dein Dirndl bekommen. Hübsch siehst du aus, aber schwere Konkurrenz. Katie, that's another Dirndl. It's another nice one, huh? So.
Miller, die Einzige, die nicht im Dirndl ist heute Abend. Hast du auch schon ein Dirndl? You have a, oh, in München, jetzt zur Oktoberfestzeit. You got your own Dirndl? Yes, of course. Together, natürlich, wir beide zusammen. Yeah, absolut, nachher, ja. Of course. Ja. Na, Schneewittchen hier mit. Well, why don't you give me a Dirndl to take home? Bekomme ich einen Dirndl, dass ich ihn nach Hause nehmen kann? Christine has a Dirndl. You can have one of my... Die hat eine Dirndl-Collection und you ladies talk. Aber du machst nicht nur Dirndl. Ganz schnell, bevor der Wettkönig kommt. But you know what? I actually, this is a traditional. Das hier ist tatsächlich traditionell. Heißt du? Das ist deutsch, ja. Ein deutscher Schal, den ich in Bamberg gekauft habe. Ja, das Dirndl trage ich vielleicht nicht dazu. I was born in Bamberg. No. Yes. I'm a Bambergerian. Bambergerian. Ja. So, jetzt haben wir unseren Wettkönig. Now is the moment. Is the time. Wir haben unsere Brotzeit überhaupt nicht angefangen, aber bei der Hektik kann man noch nicht mehr essen. Also, wer ist es? Ist es der Sprung, das Klopapier, die Geräusche oder das Alphorn? Das Schicksal dieser Herren liegt in der Hand unserer Zuschauer. Hier haben sich zwei bereits abgemeldet, aber das ist eine knappe Entscheidung heute. Das machen wir ruckzuck, die 9 und die 11, das sind fürs dabei gewesen sein. Das Alphorn hat ja eine Minute und ein Kuss von Miller, das muss reichen. Bleibt da bei uns, Stefan, nicht abmelden hier. Wer ist Bronze? Wer liegt mit 11% auf dem dritten Platz? Ja, der leider. Ich glaube, Lukas, wenn du durchgezogen hättest, sähe die Nummer anders aus. Das ist das Elend, aber natürlich auch das Sportliche dieser Veranstaltung. So, zwei Gewinner des heutigen Abends. Beide haben ihre Wette gewonnen und sie sind knapp durch 2% voneinander getrennt. Wer hat die 39 und wer hat die 41%? Geräusche und... der Stunt unserer Jubiläumswette. Jetzt sehen wir die beiden Säulen. Wie gesagt, eng beieinander. 2%. Da. Oh, knapp. Das Siegerpodest. Komm, wir schenken uns das Siegerpodest. Ihr dürft gleich den Schlüssel nehmen. Komm, wir machen ohne Umweg über das Siegerpodest gleich ins Auto. Das, ihr müsst natürlich über. Komm her, das ist eures. Ihr könnt es selbstverständlich. Das ist euer Auto. Wie machen wir das jetzt? Ich meine, wer fährt hinten mit? Oder eine Woche der? Wir. Nein, da haben wir uns jetzt noch keine Gedanken gemacht. Mehr. Sind jetzt ein bisschen überrumpelt. Also für den Rest des Abends könnt ihr euch überlegen, ihr könnt auch mal Probe sitzen, wenn ihr wollt. Bitte schön, meine Herren, bei dir passt das Auto zum T-Shirt. Schickes Rot. Die Wettkönige des heutigen Abends, die beiden Herren mit ihren Geräuschen. Dankeschön und Glückwunsch. Danke an die anderen. Und vor allem herzlichen Dank an meine Bank. Thank you, ladies. You've been good sports. Katy Perry, es gibt wenig internationale Pop- und Rockstars, die 2,5 Stunden nicht wissen, was um sie herum passiert und trotzdem nicht weglaufen. Ihr habt mich ja gezwungen. I made you sit, that's me. Hier, Resident Evil ist alles gewohnt, Arjen. An dich alle guten Besserungswünsche. Wir wissen, du kannst es, hoffentlich klappt es bald wieder. Christine, nie mehr wieder, sage ich, du traust dich nicht. Das glückliche Paar da drüben ist sich selbst genug. Wir sehen uns wieder am 6.11. Denzel Washington will be in the next show. So I will say hello. Denzel in der nächsten Sendung. Matthias Schweighöfer, unsere Lena. Wir sind in Landshut. Ach Quatsch, in Landshut, in Hannover. Und James Blunt, ich bin übrigens in Bayern. James Blunt wird da sein. Und dann vielleicht darf ich von dieser Seite die Einladung nochmal aussprechen. Der Herr Bundespräsident. Wäre schön, wenn er sich auch noch bei uns vorstellt. Wir sind in Hannover, da hat es ja sozusagen alles begonnen. Eine Einladung liegt bei Ihnen, Herr
verehrter Herr Bundespräsident, wenn Sie Zeit haben, am 6.11. würden wir Sie gerne in Hannover begrüßen. Ich schreibe auch nochmal persönlich per Hand und von dieser Stelle schon mal eine herzliche Einladung. So, für alle, die noch ein bisschen gucken wollen, ans aktuelle Sportstudio schließt sich heute ZDF in Concert an vom SWR3 New Pop Festival mit den Newcomern des Jahres 2010. Das war's für heute. Oktoberfest hat zu, wir haben noch ein bisschen auf. Dankeschön, dass Sie da waren. Herzlichen Dank München und natürlich herzlichen Dank an Sie zu Hause. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Das war Wetten, dass, die erste in einer Staffel, bei der Sie hoffentlich keine Sendung verpassen. Danke, gute Nacht und auf Wiedersehen. Danke.